Sind wir schon durch? Haben wir noch Themen? Hat er jetzt ins Intro gequatscht? Schneide ich nachher raus. Es ist der 29. März 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle an diesem Gründonnerstag, den ja viele wahrscheinlich auch als Gründönerstag feiern wollen oder in Vorwegnahme des Fischfreitags morgen ja wohl schon mit Sushi, wie ich gerade gelesen habe. Und damit ganz herzliche Grüße nach Kiel an einen Menschen, von dem ich nur ahne, dass er diesen Sendegarten möglicherweise irgendwann hören mag. Wir sind hier im Garten zusammengekommen. Ostern hält uns nicht davon ab, doch auch mal wieder ein bisschen Programm zu machen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine lieben Mitsendegärtner, den Sebastian. Hallo, guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und den Mitsendegärtner Lars. Hallo und guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Und einen Gast auf der Gartenbank und das ist heute der Christian Keesen, den viele wahrscheinlich eher unter Kohlenpott-Podcaster kennen. Hallo und guten Abend, Christian. Glück auf zusammen. Klär mich mal gerade auf. Nennst du dich eher Keesen oder Kessen? Ich nenne mich Kessen tatsächlich. Aha. Du hast es in der Folge mit Björn, wo ihr mich empfohlen habt, zweimal verkackt und dann hast du es nachgehört und richtig gesagt. Ja, Kessen ist richtig. Kessen passt. Okay. Ja, weil das SZ, also ich habe es mit SZ stehen sehen und das deutet ja eher sowas wie was Längliches an, ne? Das Maß beispielsweise. Ja. Aber Doppel-S würde ich auch eher kurz sprechen. Das ist richtig. Das Ganze hängt damit zusammen, dass tatsächlich mein Opa sich noch mit Doppel-S schrieb. Und irgendwie bei meinem Vater dann in der Geburtsurkunde auf einmal ein scharfes S stand und da es ein Eigenname ist, ist es dann bei Kessen geblieben. Ich musste mich allen meinen Lehrern über die Jahre immer erklären, gerade den Deutschlehrern, die sagten, ey, das heißt Keesen. Ich sage, ich weiß selber, wie ich heiße. Ja, so war das. Und mit so Umlauten im Namen hat man ja gerade auf Tastaturen manchmal so ein bisschen Ärger. Wie löst du das dann? Hast du dann doch dann zwei S da? In der E-Mail-Adresse Doppel-S, ja. Und die Tastatur ist das geringste Problem. Fahr mal mit einem Ausweis. Die deutschen Personalausweise haben sowohl das scharfe S im Namen als auch das Doppel-S. Und ich bin mehrfach im Ausland, musste ich dann erklären, dass ich diesen Ausweis nicht gefälscht habe, sondern dass das tatsächlich so ist. Gerade in den angelsächsischen Ländern bekommst du ein Problem. Echt? Ja. Weil das nicht so eins zu eins übereinstimmt? Ja, genau, weil es in dem eigentlichen Namen mit scharfem S steht und dann in dem maschinenlesbaren Namen mit Doppel-S. Und da habe ich also das ein oder andere Mal in London am Flughafen gesessen und musste den freundlichen Beamten erklären, dass es in Deutschland einen Buchstaben gibt, den es woanders nicht gibt oder nicht überall gibt. Ja, es gibt ja auch die Variante, wo man dann das S mit dem Z, also das Buckel-S, wie ich es früher gesagt habe, das SZ mit den zwei Buchstaben S und Z umschreibt. Das ist ja auch noch eine Variante. Ich glaube, der Daniel Mesner, der macht das gelegentlich so. Ja, aber ich bleibe beim scharfen S, beim Buckel-S und ansonsten da, wo es nicht anders geht, in der E-Mail-Adresse beispielsweise, mit Doppel-S. Okay. Diese und weitere Spezialitäten zu deiner Person werden wir gleich klären, wenn wir auf die Gartenbank kommen. Sei erstmal schon mal ganz herzlich begrüßt. Zunächst wollte ich aber gerne einen kurzen Blick auf die neue Ernte werfen. Also das, was bisher bei uns seit der letzten Folge so eingegangen ist. Und es ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet oder keiner von uns eigentlich gerechnet hat. Tim Pritlove, unser aller Podcast-Papst, der ja Papst ist, weil wir ja alle Päpste sind, insofern ist es dann in Ordnung zu sagen, der hat tatsächlich in der letzten Freakshow ganz nebenbei mal eben den Sendegarten fallen lassen. Ganz herzlichen Dank für diese kleine Bemerkung. Und wie es immer so ist, wenn Tim Pritlove irgendetwas sagt, es schlägt sich unmittelbar in den Downloadzahlen nieder. Das ist sehr, sehr witzig gewesen. Die Freakshow war irgendwie 2-3 Tage nach
Aufnahme erst veröffentlicht worden, da war so ein bisschen so ein Delay, aber als es dann rauskam, da konnte man direkt sehen, so Sprünge um 200 Download mehr oder so, das war sehr, sehr witzig. Und der verrückte Hund hat das nicht nur in der Freakshow gemacht, sondern er war letzthin noch zu Gast in der Heise Show. Und da ging es auch ums Thema Podcasting und da kam die Frage auf, wo kann man denn sich überhaupt über Podcasts so informieren, wo findet man denn Tipps und Hinweise auf Angebote, und da erwähnte er den Sendegarten schon wieder. Also ganz vielen Dank, das war eine tolle Werbung, und was er eben sagte, Podcasts empfehlen sich in der Regel durch andere Podcasts, das hat an der Stelle sehr gut funktioniert, hat sich echt in den Downloadzahlen deutlich niedergeschlagen. Ich habe jetzt, warte mal, habe ich hier keine Downloadzahlen aktuell da? Moment, wir haben bei der letzten, kann ich noch sagen, gibt es 1299 Downloads. Also ist schon eine schöne, stattliche Anzahl. Zuschriften hat es auch die eine oder andere gegeben, bezieht sich aber im Wesentlichen auf die Setzlinge, und das kommt ja dann zu einer anderen Stelle. Ich habe aber heute eine neue Ausgabe der Krümelschublade gehört, und da wurde auch vom Sendegarten gesprochen. Ich nehme das jetzt einfach mal als eine Art Feedback, und wir hören mal, was die beiden, nämlich der Daniel und der Klaus, über den Sendegarten sagen. Das ist ein Gag. Ja, freilich, ja, natürlich. Aber wo ich zum Beispiel Kapitelmarken gut finde, ist zum Beispiel auch beim Sendegarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch, ich höre den, aber manchmal ist es auch so, dass ich erstmal nur zu den Blütenschätzen springe und zu den Setzlingen. Ja. Und mir dann die den Besucher auf der Gartenbank irgendwann anhöre, wenn ich da auch wirklich Muße zu habe. Ne? Weil das ist ja doch immer der längste Teil eigentlich. Mhm, ja. Genau, und so kannst du schön, da finde ich das schon klasse. Dann hörst du erstmal das und das und die Neuigkeiten und den Hauptblock dann, wenn mal Zeit ist dafür. Ja. Oder ganz ehrlich, manchmal auch nicht, wenn ich weiß, ach, den kennst du sowieso, das brauchst du dir jetzt nicht nochmal anhören. Und dann manchmal auch nicht. Aber ja, klar. War das die letzte oder die vorletzte Folge, wo hier Sven von Proton Podcast zu Gast war auf der Gartenbank? Ich glaube, das war die letzte Folge. Die aktuelle. Die aktuelle, ja. Das war also eine Gartenbank, die mir noch besser gefallen hat als die meisten anderen. Die fand ich großartig. Ja. Irgendwie doch. Als Empfehlung heute rausgeben. Ja, irgendwie doch sehr persönlich, ohne jetzt irgendwie zu sehr in intime Details zu gehen und sonst was. Also das, ja, da habe ich es sehr gebannt zugehört, muss ich sagen. Ja. Was nicht heißen soll, lieber Martin, dass ich die sonstigen Gartenbänke nicht auch Ding zuhöre. Auch wenn ich ja anmerken muss, dass das Brombeerlabor noch nicht in den Setzlingen erschienen ist, obwohl der Herr Rützler mitgesprochen hat an der ersten Folge. Dann traut er sich wieder nicht. Ja, das. Weil er selber dabei ist. Sonst heißt es wieder, ne? Genau. Hier, Vetternwirtschaft. Also, ja. Martin, hier, offizieller Auftrag an den Sendegarten aus der Krümelschublade. Nee, das kann man jetzt hier auch nicht machen, weil möglicherweise fällt dem Martin ja auf, dass die Krümelschublade eventuell persönliche Beziehungen zum Brombeerlabor hat. Das ist ja auch doof, wenn das rauskommt. Nein, da kommt keiner drauf. Das merkt doch keiner. Wir merken das auch nicht. Aber ist angekommen, Klaus, und du kennst mich ziemlich gut, muss ich sagen. Du hast genau den Punkt getroffen. Aber vielleicht kommt das ja zu einem Zeitpunkt, der gar nicht so lange in der Zukunft liegt. Also ganz herzlichen Dank für diese Rückmeldung, und ich freue mich ganz besonders über die Rückmeldung zu dem Gespräch mit Sven, der ja wirklich sehr persönlich erzählt hat, und es ist ja auch mal so ein bisschen so eine Gratwanderung, wenn man solche doch sehr privaten oder doch privaten Dinge sagt, und dass es dabei dann so gut angekommen ist. Es ist nicht die einzige sehr positive Rückmeldung, die ich gelesen habe. Das stimmt. Ich habe noch die eine oder andere, den einen oder anderen Tweet gesehen, wo Sven auch und seine Schilderung sehr gelobt worden sind. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Sven. Und ich freue mich einfach, dass das so gut aufgenommen worden ist. So, solche Rückmeldungen, wie wir gerade so im Audioformat, haben wir ja ganz gerne, und letztes Mal hat uns ja auch der Sascha was eingesprochen gehabt. Wir haben uns jetzt einen Anrufbeantworter besorgt, für den Fall, dass ihr aus welchen Gründen auch immer mal eben spontan eine Idee hier abwerfen wollt, könnt ihr jetzt dann auch eine Telefonnummer wählen, ganz old fashion, und dann habt ihr 2 Minuten Zeit, oder es sind sogar ein bisschen mehr als 2 Minuten
Minuten hier eure Gedanken abzulegen. Und wie sich das anhören kann, das hat der Lars einmal getestet. Das klingt dann nämlich so. Hallo, hier ist der Sendegarten-Termin-Heini. Den Beta-Test der Erntemaschine habe ich leider verpasst. Aber einen Versuch muss ich natürlich eben machen. Wie sähe das sonst aus? Ja, das ist eigentlich nur ein Testanruf und ich bin auch schon am Ende angekommen und ich wünsche eine schöne Sendung noch. Bis denn. Ganz herzlichen Dank für diesen Testanruf und dieser Testanruf ging unter der Nummer 02373 178 7132. 02373 178 7132. Und damit der Lars sich jetzt nicht als einziger hier zum Honk macht, ich habe das dann auch mal getestet und das klang dann so. Martin hier, und ich rufe jetzt aus dem Büro an und das, ich wollte einfach nur mal gucken, ob das über diese Leitung auch funktioniert. Dann soll es das gewesen sein. Viele Grüße, tschüss. So, und jetzt habe ich auch das, die Trennhummel wieder am Start, wie Sven letztes Mal in der Postshow gesagt hat. Also es ist tatsächlich eine Mu-Dose, die klingt wie ein Schaf und Sven hat sie Trennhummel genannt. Das fand ich besonders witzig. Also wir haben bald alle Tiere zusammen. Mal gucken, was dann noch so kommen mag. Okay, das waren die Ernten, die eingefahren worden sind. Und jetzt kommen wir dann zu unserem Gast auf der Gartenbank. Und der Gast ist Christian Kessen. Wir sprechen ihn kurz vom Kohlenpott-Podcast. Christian, du machst irgendwas mit Brandschutz. Ist das richtig? Das ist richtig, jawohl. Das tue Wenn ich. Du an Berlin denkst und an den BER, was hast du da eher so im Gefühl? Schadenfreude oder Mitleid mit den Kollegen da? Was genau ist der BER? Okay, alles nein. Klar. Nein. Also die Informationen, die ich habe aus dritter, vierter, fünfter Quelle, Brandschutz mit scharfem S, sehr schön. Traceroute, geil. ich muss den Chat ausmachen, sonst kann ich nicht reden. Wurde Brandschutz mit SZ geschrieben, also genau, für alle Hörerinnen genau. Und Hörer, die das nicht sehen können. Also ich gehe da nicht raus, das macht keinen Sinn. Also die Informationen, die ich habe aus zweiter, dritter, vierter Quelle, da sind die Kollegen des Brandschutzes selber so gar nicht wirklich schuld. Meine Informationen. Also die haben eigentlich alles fast richtig gemacht. Das ist wohl eher die Lüftungsanlage und die Lüftungstechnik und auch die, ja, es ist wohl was umgeplant worden, was so ursprünglich nicht geplant war und dann kommt eins zum anderen und dann irgendwann macht das Ding schon auf. Ja, aber das ist doch immer unter Brandschutz hier uns mitgeteilt worden. Wenn du sagst, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich hätte gedacht, solche Entrauchungsanlagen, das gehört auch im weitesten Sinne dazu. Gar nicht? Ist das nicht so? Ja, schon. Also zum Brandschutz gehört ja viel. Das ist einmal was ich mache, ist letzten Endes sind Brandmeldeanlagen, also Brandfrüherkennung. Die Dinger, die so an Notausgängen hängen, diese roten Taster, wo man die Scheibe einschlagen soll, damit dann die Feuerwehr kommt und das Knöpfchen drücken. Oder eben halt diese Rauchmelder, die dann direkt die Feuerwehr rufen. Das sind so Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Brandschutz hat aber noch ganz viele andere Facetten. Also baulicher Brandschutz beispielsweise, wo ja irgendwelche Brandwände zwischen Gebäudetrennungen errichtet werden müssen, Schottungen zwischen verschiedenen Ebenen, damit sowas wie in Düsseldorf seinerzeit nicht passiert. Na ja, gut. Was war genau da passiert am Flughafen? Was war das Problem da? Da gab es Schweißarbeiten und bei diesen Schweißarbeiten ist halt ein Dämmmaterial wohl entzündet worden, was ja eigentlich gar nicht hätte verbaut werden dürfen, weil... Oh, ach, in so einer Zwischendecke, ne? Wo genau, man auch immer in der Zwischendecke, Und und seitdem haben sich die Brandschutzvorschriften verständlicherweise extrem verschärft. Ja, und das verschafft uns allen Arbeit. Ist aber auch sinnvoll, wenn man mal mit Feuerwehrleuten redet. Also ich kann mich an einen Termin vor 15 Jahren erinnern. Hatte ich einen Termin mit der Feuerwehr in Krefeld und sollte um 9 Uhr stattfinden. Normalerweise waren die immer überpünktlich und ich habe gewartet und irgendwann kamen dann zwei
Feuerwehrleute rein, verraucht, also nach Rauch gestunken von oben bis unten. Und die haben dann halt einfach nur gesagt, wir sind jetzt nur hier, um den Termin abzusagen. Wir haben gerade zwei Kinder aus einer brennenden Wohnung geholt. Die Mutter war im selben Haus in der Bäckerei einkaufen, hat sich kurz verquatscht und oben stand irgendwie eine Kerze und die haben da zwei Kinderleichen rausgetragen. Und wenn du solche Geschichten hörst, dann weißt du, warum Rauchmelder wichtig sind. Also Leute, falls ihr noch keine Rauchmelder habt, baut euch gerne welche ein. Der billigste aus dem Baumarkt ist immer besser als gar keiner. Das kurz in Sachen Brandschutz. Wie bist denn du da reingeraten? Bist du schon immer Feuerwehrmann gewesen, so von Kind und Jugend Feuerwehr an oder so? Nee? Nö, überhaupt nicht. Wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe meine berufliche Karriere habe ich als Maurer begonnen und habe dann irgendwann Bauingenieurwesen studiert. Das Studium war super, es war total schön. Wir haben in den Semesterferien auf dem Bau gearbeitet, haben eine irre Kohle verdient, haben diese Kohle dann verprasst und dann musste man wieder arbeiten und dann litt das Studium und irgendwann nach 10 habe ich dann aufgehört und habe gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Und dann habe ich bei einem Freund zunächst mal gearbeitet, der damals so einen Vodafone-Laden hatte. Und nachdem dann sämtliche Call-Ja-Karten aufgerubbelt waren und jeder mittlerweile so ein Handy hatte, gab es da nichts mehr zu tun. Der hat mich dann an Bekannten weitervermittelt und hat gesagt, Mensch, guckt mal, ob ihr nicht zusammenpasst. Und das hat gepasst. Und dann bin ich halt in die Sicherheitstechnik eingestiegen, habe mich dann relativ schnell auf Brandmeldeanlagen spezialisiert. Und mein damaliger Arbeitgeber hat irgendwann seinen Laden verkaufen müssen. Da waren also zwei große Insolvenzen, zweier Auftraggeber, wo wir mit jeder Menge Material drin gehangen haben. Und dann war die Entscheidung, mich entweder selbstständig zu machen oder aber zu einer anderen Firma zu gehen. Und ich habe gesagt, okay, zu einer anderen Firma kannst du immer noch gehen. Und habe mich einfach selbstständig gemacht und habe meine Dienstleistungen anderen Firmen angeboten und das ist angenommen worden und das mache ich jetzt mittlerweile seit 15 Jahren. Ach, du bist dein eigener Chef? Ich bin mein eigener Chef. Hallo? Sonst ja, was weiß Podcast. Ich? Sonst könnte ich nicht einmal die Woche podcasten. Wie soll das gehen? Ja, wenn du vielleicht nur einen 50% Vertrag hast oder so. Ja, oder so, ja. Genau. Nein, Spaß beiseite. Also das eine hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun. Aber ja, ich bin mein eigener Chef, genau. Okay, das ist also seit 15 Jahren. Also das klingt so, als wenn du da eigentlich einigermaßen gut im Geschäft wärst. Und ja, dadurch, dass wir seit einiger Zeit verpflichtenderweise diese Brandmelder haben, glaube ich, ist die Beratung auch eher mehr geworden, oder? Auf diesen Zug bin ich tatsächlich leider ein bisschen spät aufgesprungen, weil was ich mache, sind eben halt Brandmeldeanlagen. Was du zu Hause hast, ist ein Heimrauchmelder oder Hausrauchmelder. Also bei mir kommt im Regelfall, wenn so ein Ding auslöst, direkt die Feuerwehr. Bei dir beschweren sich die Nachbarn oder deine Frau, aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich hätte damals oder ich habe dann mal irgendwann einen Kunden gehabt, der das angefragt hat. Und dann habe ich mich dafür noch qualifiziert und habe da auch einen guten Job gemacht und habe das dann einigen anderen Kunden angeboten, irgendwelchen Wohnungsbaugesellschaften. Und gesagt, Mensch Leute, wollt ihr nicht und ihr müsst doch jetzt. Aber da war der Zug schon abgefahren. Aber das ist nicht dramatisch. Alles gut. Okay. Also bei uns an der Uni wurden vor 2-3 Jahren, glaube ich, wurde die gesamte Brandmeldeanlage überholt, überarbeitet. Statt wenige solcher Schnüffeldosen irgendwie auf den Fluren hat jetzt jedes einzelne Büro eins und in den Zwischendecken sind auch noch solche Dinger. Die sind frenetisch laut. Also jede dieser Dose ist auch gleichzeitig ein Piepser oder so. Wenn die losgehen, ja, mir fallen wirklich die Ohren fast ab. Das ist echt eine Qual. Und wir hatten in den Monaten nach der Installation, glaube ich, 4-mal Fehlalarm, weil irgendwas noch zu sensibel eingestellt gewesen ist. Wir standen also die ganze Zeit immer gerne vor dem Haus. Aber da habe ich gemerkt, das ist schon eine größere Geschichte, bis sich das mal so alles so eingeschuckelt hat. Und dann wurde mir auch erklärt, dass die Meldung, die das System dann so ausgibt, erst an eine Zentrale geht
Die ruft dann die Feuerwehr und dieser Weg ist überhaupt nicht aufhaltbar. Das heißt, auch bei jedem Fehlalarm ist immer der volle Feuerlöschzug mit 5 Wagen und ich weiß nicht wie viele Leuten gekommen. Selbst wenn man nach 2 Minuten gemerkt hat, oh verdammt, das war ein Fehler, diese Kette lässt sich gar nicht aufhalten. Das war ein sehr interessanter Einblick in das Ganze. Entspricht das dem, was du auch kennst, oder ist das? Nee, das ist eher ungewöhnlich, was du gerade erzählst, weil okay. Du hast gesagt, es wäre eine Zentrale zwischen eurer Brandmeldeanlage und der Feuerwehr geschaltet. Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise gibt es tatsächlich so eine Art rotes Telefon, was dann direkt zur Feuerleitstelle oder zur Leitstelle der Feuerwehr, der örtlichen Feuerwehr durchgeht oder der Kreisfeuerwehr, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und das ist tatsächlich so, dass sich das nicht aufhalten lässt. Das ist auch vernünftig. Also es gab mal so eine Situation, ich war beruflich in Dresden, habe da abends irgendwie auf ein Bier an der Elbe gesessen und kriegte einen Anruf von einem Kunden, ein Altenheim, und es war relativ spät und siehst du, ja, ich kannte also den Rufnummernblock kannte ich kannte allerdings die Durchwahl nicht. Ich habe die Haustechnik gespeichert, ich habe den Empfang gespeichert, aber irgendjemand rief dann an, ob er denn mit dem Herrn Kessen sprechen würde. Ja, das sei richtig, und ich müsste jetzt mal unbedingt sofort vorbeikommen, es gäbe ein Problem mit der Brandmeldeanlage. Ich sagte, okay, ich sitze gerade in Dresden, was ist denn los? Ja, wir hatten gerade einen Feueralarm. Ja, ich sagte, das kann ja erstmal sein. Dann sagte er, ja, und dann bin ich zur Anlage gegangen und habe erstmal geguckt, wo der Alarm ist. Ich dachte, okay, das ist vorbildlich. Sagt er. Und dann habe ich die Anlage zurückgesetzt und habe gesagt, was? Warum? damit das Piepsen aufhörte. Okay, das habe ich auch erstmal hingenommen. Dann hat er sich die sogenannte Feuerwehrlaufkarte genommen. Das ist also ein Plan, mit dem die Feuerwehr sich dann in diesem Gebäude bewegt. Also jeder Melder hat eine Meldergruppe und eine Meldernummer, sodass die Feuerwehr anhand der Meldergruppe und der Meldernummer diesen Melder eindeutig identifizieren kann, um dann eben auf dem schnellstmöglichen Weg sich im Gebäude zurechtzufinden. Und dann nahm er sich also diese Karte und ist dann vermeintlich gucken gegangen an dem vermeintlichen Brandort. Und dann kam die Feuerwehr. Dann hat er erstmal einen Anschiss bekommen, weil er die Anlage zurückgesetzt hat. Und dann ist er mit der Feuerwehr zu diesem vermeintlichen Brandort gegangen und die Feuerwehr ist dann unverrichteter Dinge wieder abgehauen. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgebohrt und gesagt, ja, welche Meldegruppe war das denn? Ja, 63. Ja, okay, und wo sind Sie dann hingelaufen? Ja, direkt da, wo unser Personal immer raucht. Ja, okay, dann nehmen Sie sich jetzt mal die Karte, gehen mal zu der gleichen Stelle. Ja, da bin ich. Ich sag, und dann gucken Sie mal, wo der Melder sitzt. Ja, der sitzt hier unter der Decke. Ich sage, nee, da ist gar kein Melder. Ich sage, jetzt drehen Sie die Karte um, gehen bitte einmal ins Nebengebäude. Und wenn ich mich richtig erinnere, müsste das im Erdgeschoss links eine Wohnung sein und dann hoffen Sie mal, dass der guten Frau, die da drin wohnt, nichts passiert ist. Dann hörtest du also, wie am anderen Ende die Kinnlade runterfiel und er also mit Stechschritt dann ins Nebengebäude lief, wo so ein betreutes Wohnen drin war. Dann schloss er hektisch die Tür auf, rief dann, Frau Müller, was ist denn hier passiert? Und dann hatte Frau Müller, eine offenbar demente Dame, ihren kabellosen Wasserkocher nicht auf die dafür vorgesehene Plattform gestellt, sondern auf eine Herdplatte. Das Ding hat angefangen zu kokeln, das Ding hat angefangen zu rauchen. Der Rauchmelder hat das getan, was er tun sollte, nämlich die Feuerwehr zu rufen. Und die Feuerwehr hat sich dann auf die Aussagen dieses Pflegers verlassen, weil er vorher halt die Anlage zurückgesetzt hat. Also die Dinger sind durchaus sinnvoll. Natürlich gibt es Fehlalarme, klar, gar kein Thema, Staubentwicklung oder irgendwie Wasserdampf oder sonstiges, aber die Feuerwehr fährt lieber im Zweifelsfall einmal mehr als einmal zu wenig. Aber was hatte der gemacht? Der hatte die Laufkarte fürs falsche Haus interpretiert? Die Laufkarte hat im Regelfall auf der Vorderseite den Erdgeschossgrundriss, damit die Feuerwehr sich erstmal grundsätzlich orientieren kann. Dann gibt es einen grünen Pfeil, der bis zu einem bestimmten Punkt führt, zu einem Treppenhaus oder zu einem Ausgang. Und was er nicht gemacht hat, er hat diese Laufkarte nicht umgedreht, weil auf der Rückseite ging es nämlich dann weiter ins Nebengebäude und in die Erdgeschosswohnung. Ach so. Und da ich diese Anlage seinerzeit selber gebaut habe oder mitgebaut habe, wusste ich eben halt, dass wir für das Haupthaus die Meldegruppen bis Meldegruppe 50 vergeben haben und dann bei Gruppe 60 wieder angefangen haben fürs Nebenhaus, damit das so ein bisschen so eine räumliche Unterscheidung hat. Und von daher wusste ich halt sofort, dass er definitiv an der falschen Stelle gesucht hat. Und er hatte halt nur das Glück, dass Frau Müller nicht so dement war, dass sie sich einfach hingesetzt hat und den Rauch eingeatmet hat, sondern dass sie das Fenster geöffnet hat und dann da einfach saß und sich wunderte, warum denn das Ding gerade gequalmt hat und dass da nichts weiter passiert ist. Wow, aber wirklich knapp, ne?
Der nachfolgende Anruf bei der Feuerwehr war auch spannend, weil die Feuerwehr da mich dann fragte, ja, und was sollen wir jetzt machen? Ja, ich sage, ich sitze gerade in Dresden beim Bier, das müssen Sie jetzt selber entscheiden. Ich sage, der Pfleger hat mir jetzt versichert, da sei nichts mehr und sei alles in Ordnung. Aber ob Sie da jetzt noch jemand rausschicken oder nicht, kann ich von hier aus nicht entscheiden, das ist Ihre Verantwortung. Ja, solche Sachen gibt's dann auch. Ist auch nicht einfach, ne, für die Feuerwehrleute. Also das ist wirklich, also die müssen sich ja an einen, die kommen an einen Ort, den sie jetzt aus Trainings oder so schon kennen, aber die Situation ist ja ganz neu. Und wenn du da so ein Gebäude mit 5 Stockwerken hast oder so, und dann sollst du jetzt genau diese eine Stelle finden, wo möglicherweise was ist, und dann noch entscheiden, war das jetzt ein Fehlalarm oder nicht. Also ich wundere mich dann schon, dass das manchmal so innerhalb von 15 Minuten geklärt werden kann. Das ist dann schon toll. Ja, diese Laufkarten sind mit den Jahren immer besser geworden. Das heißt, du kennst wahrscheinlich aus der Uni auch diese Flucht- und Rettungswegepläne oder auch Hotels oder Fahren. Genau, die Dinger hängen überall. Und die Feuerwehrleute sind halt darauf geschult, diese Pläne lesen zu können. Und es gibt eben halt genormte Zeichen, die wissen, wie sie mit so einem Ding umzugehen haben. Und zwar kocht jede Feuerwehr so ein bisschen ihr eigenes Süppchen, weil die eben halt spezielle Anforderungen zum Teil haben. Aber wer so ein Ding schon mal in der Hand gehabt hat und wer in der Lage ist, so einen Plan generell zu lesen, der findet schon ziemlich exakt den Melder. Also das ist eben halt auch unsere Hauptaufgabe, sag ich mal, dass das bei der Programmierung nicht schief läuft, weil das nutzt dir nichts, wenn dir angezeigt wird, der Melder 12.1 hat ausgelöst, der befindet sich im ersten Stock und du hast dich aber in der Programmierung vertan, schickst die Feuerwehr in den ersten Stock und in Wirklichkeit brennt es im Keller oder im Dachgeschoss. Also das ist so die Hauptaufgabe und das Hauptaugenmerk. Ja, das muss natürlich stimmen. Ab und zu kommt bei uns jemand vorbei mit so einer langen Stange und da ist eine Dose dran und dann drückt er irgendwie mit dieser Dose an den Melder und ich vermute mal, da kommt irgendein Gasgemisch, was dann den Melder zum Signalisieren bringt und in der Zentrale ist dann jemand, der sieht dann, aha, hat ausgelöst oder nicht. Das muss wohl auch relativ regelmäßig gecheckt werden. Jo, genau so ist das. Also im Grunde muss jeder Melder, der in so einer Anlage verbaut ist, einmal im Jahr ausgelöst werden. Da ist also im Regelfall, ja gut, es ist kein Gas, es ist ein Aerosol, was quasi dem Melder Rauch vorgaukelt, ohne dass es dort zu Ablagerungen kommt. Genau, und dann derjenige, der an der Zentrale sitzt, also es gibt einmal die Variante, dass man das alleine macht, eine sogenannte Einmannrevision. Das heißt, man nimmt eine Gruppe in Test, löst die aus, guckt hinterher, sind die Melder alle gekommen, so wie sie hätten kommen müssen und dann geht's weiter in die nächste Gruppe oder eben halt eine Zweimannrevision, das heißt einer sitzt an der Zentrale und der andere läuft durchs Gebäude. Ja, und dann werden eben halt so ein paar Standardsachen abgeklopft. Es wird im Regelfall ein Alarm zur Feuerwehr ausgelöst, um zu gucken, ob das auch funktioniert. Die Akkus müssen gemessen werden, wenn man Stromausfall ist, muss das Ding natürlich weiterlaufen und solche Sachen halt. Ach, die sind Akku gepuffert? Ja, ja, aha, selbstverständlich. Also die müssen ja, wenn die Zentrale dann nicht erreichbar ist oder hat die dann auch einen Puffer? Nee, das ist im Regelfall eine IP. Ja gut, ist Akku gepuffert, ist eine IP-Leitung mittlerweile. Zusätzlich GSM-Ersatzdienst, falls mal das Internet ausfällt. Was? Das ist ja lebensgefährlich. Wenn das Internet ausfällt. Die können das doch nicht auf Internettechnologie basieren lassen. Hilfe. Nein. Da kann man dann noch nicht mal mit dem Flugtaxi fliegen. Also es gibt einen sogenannten GSM-Ersatzdienst. Was? Ein GSM-Ersatzdienst? Was ist das denn? Die warme Ersatzkasse für Rauchmelder oder was? Nein, das ist der zweite Übertragungsweg. Das heißt, wenn das Internet mal ausfällt, weil der Router keine Spannung hat, weil einfach irgendwie der Provider gerade auf der Leitung steht oder sonst irgendwas, dann kann das Ding zur Not immer noch über GSM, also über eine Handykarte, die Meldung absetzen. Also das ist schon sicher. Früher lief es über ISDN, aber seitdem die Telekom ISDN zurückbaut, werden jetzt gerade ganz viele Anlagen umgestellt auf IP und GSM. Okay, spannend. Da steckt ja viel mehr drin, als man. Ich glaube, wir sollten mal ein gesondertes Gespräch über Brandmeldeanlagen machen. Du kannst auch einfach nach dem Ende des Kohlenpott, was ja irgendwann nächstes Jahr ist, einfach den Brandmelde-Podcast hören.
Nein, es war ein Spaß. Hast du das schon? Es war ein Spaß. Ja, die Frage steht ja im Raum. Also was kommt denn eigentlich? Ich wollte noch eine Anekdote erzählen, und zwar neben dieser großen Kiste, dieser Brandmeldetafel sozusagen bei uns im Eingangsbereich, hängt seit einiger Zeit eine Haushaltsleiter an der Wand. Die ist so mit so einem Schloss da dran gemacht. Und ich dachte, warum hängt hier im Eingangsbereich eine Haushaltsleiter, so eine Alu-Haushaltsklappleiter hängt da so an der Wand? Was kriege ich für die Frage, wenn ich sie beantworten kann? Dann darfst du dir was wünschen. Okay. Okay, dann beantworte sie mir. Ich weiß die Antwort inzwischen, glaube ich, also von meinem Facility-Manager. Da müsste eigentlich sogar ein Schild dranhängen. Was kann sein? Leiter für die Feuerwehr. Finger weg oder so. Genau, das ist also der Hintergrund ist der, es gibt, wie du vorhin erwähnt hast, in den Büros und in den Fluren ja mittlerweile Zwischendecken, also diese abgehangenen Rigipsdecken oder aber die sogenannten Odenwalddecken, also diese quadratischen Platten, die man so kennt, und oberhalb dieser Decke befinden sich im Regelfall jede Menge Kabel. Und Kabel sind immer eine Brandlast. Man sagt also, sobald mehr als 5 NYM-Leitungen, 6 NYM-Leitungen durch so eine Decke laufen, muss man diese Decke überwachen, damit, wenn es da oben zu einer Flammenbildung kommt oder zu einem Kurzschluss kommt, dass dann nicht auf einmal der Flur verraucht ist. Und deswegen sind da oben Melder drin. Und wenn so ein Melder auslöst, dann braucht die Feuerwehr eine Leiter. Und die haben zwar eine Leiter auf ihrem Auto, damit kommen sie aber nicht an die Zwischendecke. Und deswegen muss dann eine entsprechende Leiter vorgehalten werden. Und damit die nicht irgendwie ein Rützler, der gerade irgendwie ein Handtuch mit mein Pott, mein Revier, meine Heimat an die Wand nageln will, die Leiter wegnimmt, hat die ein Schloss, für das nur die Feuerwehr einen Schlüssel hat. Das ist so klasse. Die Vorstellung, dass die Feuerwehr kommt und hat keine eigene Leiter, sondern die braucht dann eine vom Haus. Aber ich verstehe schon, diese Länge, also was sind das, 2 Meter oder so, das ist ja ein Maß, da kann die Feuerwehr normalerweise gar nichts mit anfangen. Die Feuerwehrleiter, die fängt wahrscheinlich bei 12 Metern an oder so. Ja, so, nicht nur das, ich rede dir immer rein, entschuldige bitte, Martin. Macht gar nichts. Ich muss mich erst an diese Situation gewöhnen. Der Hintergrund ist eigentlich ein anderer. Wenn du dir überlegst, dass die Feuerwehr zunächst mal, wenn sie in so ein Gebäude reinkommt, ja nicht weiß, wer oder was dort ausgelöst hat, es sei denn, sie sieht schon irgendwo, dass Qualm aus dem Fenster kommt, dann fahren sie natürlich sofort mit der Leiter da dran. Aber wenn du so einen Entstehungsbrand, so einen Schwelbrand durch einen Kurzschluss beispielsweise hast, dann könnte der erstmal ganz normal irgendwie dein Papierkorb könnte brennen, dein Computer könnte brennen, dein Monitor könnte kokeln. Es kann aber auch sein, ihr habt bei euch in der Uni mit Sicherheit auch so einen Serverraum oder ein Rechenzentrum oder was auch immer. Da gibt es manchmal aufgeständerte Böden. Das heißt, der Fußboden, unter dem du oder auf dem du läufst, ist nicht wie bei dir zu Hause, sondern da stehen dann so Stahlstützen, da liegen dann Platten drauf und darunter hast du 40 cm Hohlraum, wo auch die ganzen Kabel durchlaufen. Auch da könnte was kokeln. Oder eben halt in der Zwischendecke. Das heißt, wenn der Feuerwehrmann jetzt reinkommt und diesen Brandherd erstmal lokalisiert hat, anhand der Meldung von der Brandmeldeanlage und dann eben halt mit der Laufkarte den Ort findet, dann kann es durchaus sein, dass er in den Zwischenboden muss. Dazu braucht er im Regelfall so einen Bodenheber, so einen Saugheber, um diese Platte überhaupt hochzukriegen. Oder in der Zwischendecke, dann braucht er eine Leiter. Und wenn er dieses ganze Gerödel schon zur Ersterkundung mit ins Gebäude nehmen müsste, dann bräuchte er wahrscheinlich bei euch aus dem Sendegarten eine Schubkarre und würde das ganze Geraffel da reinpacken, um dann loszulegen. Und wenn eben halt ein Gebäude einen Zwischenboden hat, dann ist an dem Erstanlaufpunkt der Feuerwehr ein Bodenheber vorzuhalten, dann ist an dem Erstanlaufpunkt im Regelfall eine Leiter vorzuhalten für die Zwischendecken. Und auf diesen Laufkarten steht dann sofort Leiter mitnehmen oder Bodenheber mitnehmen oder sonstige Besonderheiten. Da wird dann auch auf Gefahrenpunkte hingewiesen, was weiß ich, dass dieser Melder halt in einem Hochspannungsraum sitzt oder dass es dort eine Löschanlage gibt oder sonst irgendwas. Und das ist einfach der Hintergrund. Ja, also
das macht ja auch alles total viel Sinn, wenn man sich das aus der Perspektive der Rettungskräfte vorstellt, die ja tatsächlich in der kürzester Zeit da irgendwie aktiv werden sollen, möglichst zielgerichtet, möglichst nicht nochmal zurücklaufen, ich muss nochmal eben den Bodenheber holen, sondern das eben in dem Augenblick auch zur Hand haben, was gebraucht wird. Das ist so ein bisschen witzig, ne? Also wenn man so drauf guckt, dann ist man geneigt, das Ganze so eher so ein bisschen flapsig zu nehmen und so, ah ja, die haben aber wirklich an alles gedacht, aber es ist eben gerade gut, wenn sie an alles gedacht haben. Da muss man durchaus auch, kann man durchaus auch mit ein bisschen mehr Respekt daran gehen. Sage ich jetzt mit Selbstkritik an mich, dass ich dann auch sage, ja, okay, die sorgen ja schließlich auch dafür, dass die Hütte, wenn es denn brennt, dann nach Möglichkeit ein begrenzter Schaden bleibt und nicht so groß und schlimm wird, wie jetzt beispielsweise, war das nicht in Sibirien oder in Russland irgendwo, ja. So ein Einkaufszentrum. Wieder, ne? Ja. Wobei bei Bränden, ich glaube, die meisten Opfer, die gibt es ja dann durch die Rauchentwicklung, gar nicht so unbedingt durch die Hitze. Und einfach, wenn du in einem verqualten Raum bist und nimmst zweimal, dreimal tief Luft, dann ist wohl so viel Schadgas in deiner Lunge, dass einfach dann die Ohnmacht da ist. Also das geht wohl auch sehr schnell. Ja, und genau dafür ist ja diese Brandfrüherkennung eben halt wichtig. Also ich sag mal, sobald es so warm ist, dass so ein Wärmemelder beispielsweise auslöst, ist es eigentlich schon fast zu spät. Also man arbeitet schon darauf hin, so einen Brand möglichst in der Entstehungsphase zu lokalisieren. Dann eben halt die von dir vorhin angesprochenen Piepser, wie du es genannt hast, also die Signalgeber, die Sirenen, damit eben halt frühestmöglich alle möglichen Leute, die sich in dem Gebäude aufhalten, das Gebäude verlassen können, weil, so, wie du gerade sagst, so ein Atemzug von diesen Brandgasen, den sollte man nicht unterschätzen. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ich hatte vor einigen Jahren die Möglichkeit, da haben wir in einem Hotel eine Brandmeldeanlage gebaut und war eine relativ kleine Feuerwehr. Die war auch mit der Besitzerin des Hotels gut befreundet, sind da auch schon mal ab und zu auf ein Bierchen vorbeigegangen oder haben da ihre Feuerwehrfeste gemacht. Und nachdem die dann diese Brandmeldeanlage bekamen, fragte die Feuerwehr, können wir bei dir nicht mal eine Übung machen? So, und dann habe ich gesagt, jo, das hört sich gut an, dann möchtest du mal daran teilnehmen. Und habe mich dann quasi so als stiller Beobachter dahingestellt. Es wussten so zwei, drei Leute der Feuerwache wussten Bescheid. Die Leitstelle wusste auch Bescheid, die hatten die Anweisung, ganz normalen Alarm rauszujagen. Und dann gab es halt samstags morgens einen Feueralarm in einem Hotel. Und wir haben dann dort Flure mit Rauchbomben, also mit einer Nebelmaschine letzten Endes verraucht. Es waren Leute oben drin, die natürlich früher gebrieft waren, die dann mit der Drehleiter gerettet werden mussten durch Fenster und so weiter. Und da ich mir das ganze Spielchen angucken wollte, ich habe also einmal so aus der Beobachterperspektive geguckt, wie gehen die Feuerwehrleute, es war so eine freiwillige Feuerwehr, die das nicht hauptberuflich macht und dementsprechend auch nicht ganz so viele Einsätze bei Auslösungen von Brandmeldeanlagen hat. Wie gehen die mit der Technik um? Wissen die, wie sie die Laufkarten zu lesen haben? Habe mich also so ein paar Meter daneben gestellt und habe einfach neugieriger Beobachter gespielt. Und nachdem die dann alle ihre Einsatzorte gefunden hatten, die Drehleiter da stand, wo sie hin musste, habe ich gedacht, dann gehst du mal oben im Flur gucken. Und ich kannte dieses Hotel in- und auswendig, weil wir da vorher halt die Brandmeldeanlage errichtet haben. War also nichts Großartiges, sondern Flur mit einer Rauchschutztür in der Mitte. Und dann gab es irgendwie auf jeder Seite der Rauchschutztür 10 Zimmer, 5 rechts, 5 links. Und ich bin dann durch diesen Flur getappert, der mit Disco-Nebel voll war. Und ich musste mich wirklich an den Wänden entlang tasten. Ich habe nichts gesehen und ich hatte irgendwie ein bisschen beklommenes Gefühl, obwohl ich halt wusste, das ist nur Disco-Nebel, es brennt nicht. Wenn du das jetzt einatmest, fällst du nicht tot um. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist hier niemand in Gefahr. Obwohl ich diese ganzen Sachen wusste, war mir sehr unwohl bei der Situation. Und dann kamen irgendwie auf dem Boden kriechend mir zwei Feuerwehrleute entgegen. Der eine mit dem Scheinwerfer, der andere hatte dann die Hände hinten an den Hacken des anderen, sodass die dann wie so eine Polonaise auf allen Vieren durch den Flur gekrabbelt sind. Sahen mich, fragten, vermisste Person? Ich sag, nee, nur heimlicher Beobachter. Ja, und dann robbten die weiter und haben dann da irgendwann so einen 50 Kilo Sandsack oder 70 Kilo Sandsack rausgeschleppt und haben den auf die Drehleiter gewuchtet. Da wird dir ganz anders. Also wenn du dir überlegst, das brennt da tatsächlich, da möchtest du nicht drin sein.
Ja, das macht man sich nicht bewusst, ne? Im Normalfall. Also das ist wirklich eine sehr, sehr extreme Ausnahmesituation. Und man ist sehr schnell auch, wie du schon sagst, auch orientierungslos, vermutlich auch in dem Moment auch ein bisschen hilflos. Also was mache ich jetzt eigentlich? Also an unserer Uni werden, das waren durch die Fehlalarme bedingt natürlich jetzt mehrere Evakuierungsübungen, aber ich glaube, wir machen so einmal im Jahr so eine Evakuierungsübung, wo tatsächlich dann auch einfach geübt wird, was habe ich zu tun und wo habe ich denn hinzugehen, damit also klar ist, bitte erstmal alle raus. Und das Problem an der Uni ist natürlich, wenn wir gerade zum Beispiel eine Prüfung haben oder so, und da sitzen jetzt irgendwie 50 Studenten, schreiben gerade eine Klausur und dann ist Alarm. Dann ist halt die Frage, sollen die jetzt raus oder, weil dann ist ja die Prüfungssituation im Eimer, dann kannst du ja wieder von vorne anfangen. Und wir kommen immer wieder ganz automatisch zu dem Schluss und sagen, es geht nicht anders, natürlich müssen die raus. Also es ist gar keine Frage eigentlich. Es stellt sich erstmal die Frage, ja, vor allen Dingen, wenn man eben weiß, es könnte jetzt auch der vierte Fehlalarm in der Einrichtungsphase sein, aber die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass da Leute zu Schaden kommen, das kann überhaupt keiner machen. Also da gibt es wirklich nur eins, Klausur muss annulliert werden, muss alles wieder von vorne geplant werden und die Leute müssen raus auf die Straße. Das geht nicht anders. Das ist schon verrückt. So ist es. Bei uns ist sogar noch so, ich durfte mal einen Rundgang mit dem Architekten machen, der das Gebäude entworfen hat. Das ist so ein bisschen, so architektonisch ein bisschen eine Besonderheit. Eigentlich sind es zwei Gebäude, die durch so ein Glasdach miteinander verbunden sind. Und die Tendenz ist eigentlich, dass man in dieses Atrium hinein flüchten möchte, weil da ist so normalerweise der normale Aufenthalt. Aber es ist natürlich genau falsch, weil es wird eben, also die Idee ist, dass im Glasdach oben gehen die Rauchklappen auf, die Luft zieht da rein, das bedeutet aber auch, dass Frischluft von den Seiten angezogen wird und das Feuer natürlich eigentlich erstmal entfacht wird, aber dadurch werden eben die Rauchgase in die Mitte gezogen und wir fliehen dann nach außen raus, also der Frischluft entgegen. Das Gebäude, hat uns der Architekt gesagt, das wird aufgegeben, das ist ganz bewusst so gemacht, das Gebäude wird aufgegeben, Hauptsache die Menschen sind sicher. Das ist echt krass, da habe ich wirklich geschluckt. Also das sagte wohl, das wäre schon schade um das Gebäude, wirklich. Ja, wirklich nicht schlecht. Ja gut, wenn die mit dem BER fertig sind, können sie ja dann die Uni auch wieder aufbauen, falls sie denn dann mal zu Schaden kommt. Aber das wollen wir ja nicht hoffen. Das wollen wir überhaupt nicht hoffen, das wollen wir gar nicht hoffen. So, jetzt müssen wir den Schlenker machen vom Brand-Sachverständigen für Bauingenieurwesen zum Podcaster. Du hast ja gerade schon das Ende. Ich dachte, jetzt kommt so eine Überleitung so vom Feuer zur Kohle oder so, aber einmal mit Profis bitte. Ach, das ist zu plump. Entschuldigung. Ich wurde gerade übrigens vorgeschlagen im Chat, dass dein Nachfolgeprojekt Feuer und Flamme heißen sollte. Fand ich nicht schlecht. Björn, ich habe nicht geguckt, wer es war. Das war bestimmt Björn, oder? Ja, keine Ahnung, wer das jetzt war. Goldbrandschutzprojekt des Potsdok, okay. Sehr schön. Okay, ja. Also, du machst ein Podcast-Projekt, das nennt sich Kohlenpod. Und das hat mehrere Besonderheiten, finde ich. Eine der Besonderheiten ist, du fängst quasi am Ende an. Also du machst einen Countdown und wir fangen jetzt auch einfach mal am Ende an. Das klingt nämlich bei dir immer so. Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht. Bist du das? Hast du das selber eingesprochen? Bin ich, ja. Das bin ich. Weißt du, wo das war? Nee, wahrscheinlich auf Schlegel und Eisen, oder? Ja, aber wo? Du musst doch den Hall hören. Den Hall hören? Im Treppenhaus? Hall. Nein, ich habe mich in die Weißkaue gestellt. Ach, aber das ist doch keine Klingel, dann keine oder ist nein, die Klingel. Was gemischt? Ich habe okay, Reaper. Ich nutze Ultraschall. Ich nutze Ultraschall. In diesem Moment mal ein ganz ganz herzliches Dank an alle, die an so Sachen wie Ultraschall oder auch Studio Link basteln. Ohne euch wären wir alle nichts. We are standing on the shoulders of giants, oder? Genau, so ja, ist das. Also. So ist das. Also kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Nee, also ich habe mich oben in diese Kauer gestellt und habe mein Zoom H6 genommen, habe das da irgendwo platziert
und habe mich dann an verschiedenen Orten in die Kaue gestellt und hat einfach nur dieses "Ey Kumpel, für heute ist Schicht am Schacht" gebrüllt und habe dann nach irgendwie 20 Aufnahmen die rausgesucht, die jetzt im Outro zu hören ist. Habe dann die Schachtglocke da drunter gelegt und habe die so ein bisschen ausklingen lassen, weil ich in den ersten Folgen noch gar kein Outro hatte und dann irgendein Hörer, eine Hörerin gesagt hat, ein Outro wäre auch noch schön. Habe gesagt, ja, aber wusste noch nicht wie. Und ja, so ist es gekommen. Hast du dir denn die Situation ausgedacht oder ist das etwas, was du auch tatsächlich erlebt hast? Bist du auch mal Bergmann gewesen? Nee, Bergmann war ich nie in diesem Sinne. Also ich habe mal unter Tage gearbeitet, 2-3 Mal, war auch schon mehrfach unter Tage, aber Bergmann war ich persönlich nie. Heute wünsche ich mir, ich wäre Bergmann, weil dann hätte ich jetzt ganz viel Zeit zum Podcasten, weil dann wäre ich nämlich schon in der, würde ich schon mein Anpassungsgeld beziehen, aber das ist leider nicht so. Okay. Aber was ist denn, was bringt dich denn dann da in die Nähe vom Steinkohlebergbau? Also was ist deine Verbindung dazu? Ich bin quasi auf Kohle geboren. Wie? Ja, das hast du schon an anderer Stelle gesagt, das finde ich eine ziemlich schmutzige Angelegenheit für deine, ich bedauere deine Mutter, dass das Kind da so im Dreck gelegen hat. Nein, das ist, nö, ich denke nicht. Das ist so, wenn ein Kölner sagt, der ist am Dom geboren oder wenn irgendwie ein, Björn, was würdest du sagen, an der Küste geboren oder im Wind geboren und ich bin halt auf Kohle geboren. Kohle ist, ist das, woran ich wurde auf Koks gezeugt. Ich muss diesen Chat ausmachen, das ist unglaublich. Er wurde auf Koks gezeugt. Sehr also gut. Trace Root schreibt gerade im Chat, ich wurde auf Koks gezeugt. Super, Trace Root, 100 Punkte. Genau. Nee. Also wenn ich an den Ruhrpott denke, denke ich an Kohle, ich denke an Zechen, ich denke natürlich an Schalke, klar. Und ja, so ist das. Ich bin einfach Ruhrpott-Kind. Okay, du bist in Herten geboren worden auf Kohle, auf Koks oder wo auch immer und auch dort aufgewachsen. Also du bist im Ruhrgebiet sozialisiert worden. Genau. Also ich bin geboren, ich bin aufgewachsen und ich war eigentlich nie weg. Also ich war mal in Urlaub, ich habe aber nie woanders gewohnt. Ich habe immer in Herten gewohnt. Aha, okay. Zieht es dich auch nicht weg? Nö, überhaupt nicht. Also ich bin beruflich relativ viel unterwegs, also von Hamburg bis nach München, von Dresden bis nach Aachen. Aber nö, hier ist mein Zuhause. Mein Zuhause, mein Pott. Und deine Familie, hat die denn irgendwie eine Nähe zum Bergbau? Mein Bruder war bis letztes Jahr auf der Zeche. Mhm. Bei euch, wo du jetzt dein Büro hast, auf Schlegel und Eisen? Nee, hier hat er gelernt. Schlegel Eisen ist ja schon seit, ist ja kein Geschichtspodcast, ne? Aber ich meine 1992 hat Schlegel Eisen dicht gemacht. Und dann hat er noch ein paar Verlegungen gemacht. Also der war dann auf, jetzt verkacke ich's, aber er war unter anderem auf der Schachtanlage Auguste Victoria in Mahl, die 2015 zugemacht hat. Und zum Schluss, also bis letztes Jahr, war er noch auf der Schachtanlage Prosper Haniel in Bottrop. Und das ist eben halt eine der beiden Zechen, die jetzt noch offen sind, also Prosper Haniel in Bottrop und dann Ibbenbüren. Und ja, da war er jetzt praktisch bis letztes Jahr, im August ist er 49 geworden, bis Juli, glaube ich. Dann hat er noch ein paar Urlaubstage gehabt und dann hat er seine letzte Schicht gefahren. Hat er dann genau die Karriere, die du dir gerade gewünscht hast? Also was halt gewünscht, ich hätte es ja machen können. Ne? Also wenn man das damals gewusst hätte, es hat Vor- und Nachteile. Alles gut, so wie es ist. Mit 50 so in so eine Art Vorruhestand oder das hat ja einen anderen Namen, aber so im Prinzip, dass man da so dann aus dem aktiven Berufsleben mehr oder weniger aussteigt und sich dann seinen Hobbys widmen kann, die letzten 30 Jahre, 40 Jahre seines Lebens. Ja, irgendwie genau. Keine so ganz üble Vorstellung. Und gar nicht so selten in der Gegend hier, ne?
Richtig, aber ich habe ja jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen schon und da ist durchaus der ein oder andere bei, der sagt, boah, ich hätte auch noch ein paar Jahre länger gemacht. Was? Ich hatte ich gerne gegangen. Ja. Du wirst mit 50, wo du eigentlich noch, halbwegs im Saft stehst, wirst du aus deinem Beruf rausgerissen. Ne? Stehst da im Grunde genommen, guckst dir jeden Morgen an, was macht die Frau jetzt heute? Ne? Und die Frau ist vielleicht gar nicht so happy, dass der Mann zu Hause ist, sag ich mal, von heute auf morgen und umgekehrt auch. Ich meine, es gibt Leute, die kommen gut mit dieser Situation klar. Die kaufen sich ein Wohnmobil, sind 8 Monate im Jahr unterwegs. Aber es gibt auch Leute, die dann sagen, ich würde gerne noch mal ein bisschen arbeiten. Und das dürfen die ja noch nicht mal so ohne weiteres. Ne? Also während dieser Übergangsfrist, dieses Anpassungsgeld, dürfen die, glaube ich, noch nicht mal was dazu verdienen. Also das ist alles ein bisschen kompliziert und naja, so ist es. Ja, jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, ja, ob die Frau dann zufrieden ist, wenn der Kerl zu Hause ist. Da ist ja ein sehr klassisches Rollenbild dann eigentlich dahinter. Also wenn die Frau selber berufstätig ist und eine eigene Karriere angestrebt hat, gibt es ja diese Situation eigentlich gar nicht. Ja? Ist dieses klassische Rollenbild so weit verbreitet, dass man das als Standard im Ruhrgebiet annehmen kann? Also ich kann da jetzt nicht fürs ganze Ruhrgebiet reden, aber ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das nicht unüblich war, wenn der Mann auf der Zeche war, dass die Frau halt zu Hause geblieben ist. Mhm. Okay. Weil die Arbeit war natürlich ganz speziell und gerade in den Anfängen war es ja auch so, dass viele Kinder da waren, beispielsweise, dass da noch ein Garten dabei war, der gemacht werden musste. Was weiß ich, die Ziege gefüttert, die Hühner gemolken, was auch immer. Also gibt's schon. Ja, ich glaube, es ist durchaus üblich im Pott. Ja. Heute natürlich nicht mehr. Wo wir gerade bei dem Punkt, wie alt man ist und was da sozusagen für Lebensveränderungen passieren. In der letzten Woche gab es im Sendegate eine Anfrage vom User Ullermann. Der schrieb, hallo, wenn ich Podcasts höre, denke ich mir oft, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Ideen sind da, Technik ist verständlich und die Zeit, will ich probieren, die Zeit reicht nie, aber ich höre fast ausschließlich Podcaster, die jünger sind als ich. Mit 48 bin ich aus meiner Sicht noch nicht alt, aber aus Sicht der aktiven Podcaster sieht das wahrscheinlich anders aus. Er stellt sich ernsthaft die Frage, ob er mit 48 das Podcasten anfangen kann. Nee, auf keinen Fall. Du bist schon älter als 48. Du hast auch später angefangen. Hast du nicht gerade gesagt, du bist 51? Habe ich das gesagt? Gut. Ja. Dann ist das so. Oder ich weiß es aus einer anderen Quelle, über die wir gleich noch sprechen werden. Also du fühlst dich nicht zu alt zum Podcasten? Nee, überhaupt nicht. Nö, gar nicht. Nee, ich fühle mich eigentlich für nichts zu alt. Gut, das ist sehr gut. Also, aber gut, wir haben jetzt zwei Fragen eigentlich zu klären. Warum der Steinkohlebergbau? Also, du bist ja quasi Außenstehender, Beobachter. Gut, du hast da mal im Pütt gearbeitet, aber jetzt nicht regelmäßig. Und dann fängst du an, darüber zu berichten. Dieses darüber berichten, dieses Erzählen, ist das etwas, was du schon früher öfter gemacht hast? Bist du in der Familie derjenige, der immer die Geschichten erzählt? Oder wo kommt es her bei dir? Wie viel Zeit haben wir? Wie weit darf ich ausholen? Och, wir haben, ja, da wir morgen ja Feiertag haben, nehme ich mal an, wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Okay, dann fange ich anders an. Ich würde gerne damit anfangen, wie ich überhaupt zum Podcasten gekommen bin, also zum Podcast hören. Dadurch, dass ich eben halt viel in Deutschland unterwegs bin, habe ich zwangsläufig im Auto viel Radio gehört. Also da ich eben meine Klamotten mitnehmen muss, kann ich leider nicht mit dem ÖPNV fahren, sondern muss wirklich mit dem Auto fahren. Und dann kommen schon mal so 70, 100, 120.000 Kilometer im Jahr zusammen und die entsprechende Zeit, die man dann im Auto sitzt. Und ich habe Radio gehört. Und sobald ich irgendwie aus dem Senderbereich meines geliebten WDR rauskam, habe ich schlechte Laune und Ohrenbluten bekommen, weil ich nicht mehr hören konnte, wenn
Antenne Mecklenburg-Vorpommern oder wer auch immer mir ankündigt, dass in einer halben Stunde die neuesten Hits gespielt werden und dann irgendwie so 10-Sekunden-Teaser und dann kommt erstmal wieder ein dummes Gelaber und dann irgendwann kommt die Musik und Werbung hier und Werbung da. Dann habe ich angefangen, Hörbücher zu hören. Und damals gab es noch kein Spotify oder sonstiges oder wie die ganzen Dinger auch heißen, wo man sich dann die Hörbücher für eine Flatrate runterladen konnte. Das heißt, ich habe mir die Dinger immer auf CD gekauft und wenn du dann so in einer Woche 2000 Kilometer oder mehr fährst, dann gehen auch schon mal 3, 4, 5 Hörbücher über den Ladentisch. Und wenn du dir dann überlegst, dass das, was du da gerade an Hörbüchern ausgibst, für andere Leute ein halber Monats Betrag ist, von dem sie leben müssen, dann überlegst du dir das irgendwann. Und dann hat mich ein Freund zunächst mal aufs Küchenradio aufmerksam gemacht. Da habe ich ein paar Mal reingehört und war dann komplett weg davon. Das hat mir warum auch immer damals nicht gefallen. Ach. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, oh, du musst unbedingt NSFW hören. Und es war NSFW Folge 50, die, was habe ich vorhin gesagt? Apokalyptische Atomhaubitze? Nee, egal. NSFW Folge 50 gehört, in einem durchgehört und direkt im Anschluss mit NSFW 1, 2, 3, 4 direkt über mein LTE runtergeladen. Ja, und dann war ich dem Ganzen verfallen. Und dann, wie das so ist, die Community ist, oder war auch damals schon aktiv, das war 2012, kam dann die Empfehlung zu Hoaxilla, dann kam die Empfehlung zu den ganzen Holgi-Sachen natürlich. Dann irgendwann kam Mincorrect und so ging es dann los. Und mein Podcatcher wurde immer, mein Podcatcher wurde immer voller und irgendwann habe ich dann über Sebastian Bartoschek den Nikolas und den Reinhard kennengelernt. Und dann stehst du da halt so auf so einem, Mini-Hörertreffen und denkst, boah, das sind die, die du jede Woche hörst. Geil. Und merkst aber eigentlich, dass es ganz normale Leute sind. Also du kennst die beiden ja auch und das ist jetzt, das sind zwar die Rockstars der Podcast-Szene, aber sind einer halt ganz beiden. Normale Leute. Genau, der andere ist Autor, der andere ist Rockstar. Genau. und dann gab es im Ruhrpott die lange Nacht der Wissenschaft. Und ich bekam das auf Twitter mit und bin zufälligerweise auf dem Weg von Süddeutschland am Kreuz Kaiserberg vorbeigefahren, wo die Uni Essen-Duisburg ist, wo dann auch Reinholds ominöse Maschine steht. Also die innerhalb dieses Labors, die habe ich mir dann angeschaut und kannte dieses Experiment, diese Maschine, wie sagt er immer? Maschine? Nee, egal. Anlage, genau. Ich kannte diese Anlage natürlich über den Podcast und habe dann konkret Fragen stellen können und die umstehenden Studenten dachten wohl, dass ich irgendwie vom Fach sei und das habe ich dann verneint. Ja, aber wieso ich das denn alles wüsste und so, ja, Podcast gehört. Und dann fragte mich irgendjemand, ob ich denn auch in diesem Bereich irgendwie arbeiten würde. Ich dachte, nee, ich nicht, aber mein Bruder. Ja, was macht denn der auch? Diamant? Nö, macht der denn, der bestimmt Graphen. Nee, ich sag, Kohlenstoff ist richtig, aber eher in der ursprünglichen Form. Wieso, was denn? Ja, ich sagte, er ist Bergmann unter Tage. So, großes Gelächter, genau. Ja, schön. Und dann kam ich irgendwie mit Nikolas ins Plaudern und dachte, Mensch, du begrüßt hier deine Hörerin jedes Mal mit dem Glück auf. Ich sag, unter Tage warst du aber schon. Und er guckt mich an und sagt, nö, war ich nicht. Ich sag, wie, du warst noch nicht unter Tage? Dann wird aber Zeit. Ja, und dann kam eins zum anderen. Durch Zufälle lebt das Ruhrgebiet und ich traf dann auf eine Dame, die früher mal in der Direktionsetage eines Bergwerks gearbeitet hat und wir kamen ins Plaudern und so, haben Sie eigentlich noch Beziehung zur Ruhr? Und so, ja, Grubenfahrt, wie viele Plätze? So, und dann war ich mit Nikolas unter Tage und danach habe ich dann gesagt, wie sieht's mit Mincorrect 100 aus? Und, ja, wir suchen noch eine Location. Habe ich gesagt, dann musst du mal bei mir im Büro vorbeikommen, ich zeig dir mal was. Und in dieser ganzen Vorbereitung auf die Mincorrect 100, die wir ja dann hier quasi über meinem Kopf in dem Gebäude, wo ich mein Büro habe, gefeiert haben,
ist dann bei mir so dieser Samen der Idee, ich möchte einen Podcast machen, aufgegangen. Ja, und jetzt sitze ich hier. Jetzt habe ich schon 11 Folgen, glaube ich, und habe nur noch 41 vor mir. Also es geht. Das erscheint mir, also ich weiß nicht, ich konnte dir halt bei der Nullnummer, quasi die Nullnummer haben wir ja gemeinsam Nein, wir haben keine Nullnummer gemacht. Nein, die 53 oder 52. 52. Die 52. Mhm. Also vielleicht zur Erklärung, du hast das Prinzip des Countdown gewählt zur Nummerierung deiner Angebote, weil der Steinkohlenbergbau in Deutschland am Ende des Jahres 2018 endgültig besiegelt sein wird, bis auf ein paar Referenzbergwerke, wo noch Technik ausprobiert wird, aber also eine wirtschaftliche Förderung wird es dann nicht mehr geben. Und, nein, dann nicht mal das. Okay, hatte ich so verstanden, dass es wenigstens nein, noch nein. so ein paar, nein, gibt es gar nichts mehr? Nicht nee, mal mehr Vorzeigebergwerke? Nein. Boah, wie ungeschickt. Ja. Gut, ein anderes Thema. Müssen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Also jedenfalls, du zählst runter bis zu dem Zeitpunkt, 31.12., wo dann der Steinkohlenbergbau zu Ende ist. Und dann gibt es noch eine, die Nullnummer ist dann, was hast du gesagt, am 01.01.2019? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Entweder am 01.01. oder klassisch in meinem Sonntagsschema, das müsste dann, glaube ich, der 5.01. sein. Aber ich weiß jetzt schon, wo ich diese Folge aufnehmen werde, Martin. Und mit wem vor allen Dingen. Okay. Kommst du drauf? Auf Schlegel und Eisen, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Warum nicht? Wo könnte man das denn? Irgendwo im Museum? Bergbaumuseum? Nö, auch nicht. Auch nicht? Wo würdest du zum Jahresende eine Folge aufnehmen? Eine besondere Folge? Nein, Trace Route, auch nicht Zollverein. Wo bist du am Jahresende, lieber Martin? Wo ich am Jahresende bin, weiß ich nicht. Irgendwo, wo ich hoch bin, wo ich anderen Menschen beim Raketenschießen zugucken kann. Okay, wo bist du einen Tag vorher? Ach so, du meinst beim Kongress? Ach ja, genau. In Leipzig. Ja, ich würde gerne eine Karte kriege, natürlich nur. Das sagt man ja Martin, nie. Richtig, also ich habe mir fest vorgenommen, es sei denn, es kommen jetzt aufgrund dieser Sendung Kommentare, die dann sagen, nee, mach das bloß nicht. Ich würde gerne, nachdem ich heute deiner Einladung gefolgt bin oder eurer Einladung gefolgt bin, jetzt schon mal festzurren, dass wir beide die letzte Folge, also die Nullnummer des Kohlenpott auf dem Kongress aufnehmen. Wir beide? Weil ich der erwiesene Fachmann für Bergbau bin. Nee, weil du mir den Einstieg ermöglicht hast. Und dann würde ich gerne auch mit dir den Deckel drauf machen. Also mit dir und gerne mit ganz vielen anderen Leuten. Ja, also im Prinzip sage ich erstmal ja. Also da bin ich dabei zu das diesem Ding denke bereit, ich. Sozusagen. Das machen wir. okay. Ja, das heißt, du bist also dann aber dadurch in der Situation, jetzt schon genau zu wissen, dieses Format, was du anbietest, hat ein Ende. Viele von uns fangen ja erstmal an und viele haben das Problem, erstmal einen Anfang zu finden und dann ist das Ende irgendwie offen. Bei dir ist es aber anders. Du weißt genau, da ist dann Schluss. Ist das gut? Ist das entspannt oder macht dich das jetzt schon traurig? Ich habe da ein trockenes oder ein lachendes und ein weinendes Auge, klar. Es ist im Moment, ich muss sagen, ich habe es etwas unterschätzt. Ich weiß nicht, ob meine Frau zuhört. Ja, du hattest ein Stück weit recht, ich habe es überschätzt. Es geht eine ganze Menge Zeit drauf. Es macht aber auch Spaß, dadurch, dass ich auch ja für mehr Feedback bekomme, als ich ursprünglich gedacht habe, sowohl über die Webseite als auch über Twitter oder per E-Mail auch von Kumpels, die tatsächlich hier aus dem Kohlenpott kommen, die mir dann Fotos schicken und sagen, Mensch, kannst du auf die Webseite setzen oder die halt mein gefährliches Halbwissen korrigieren und sagen, Mensch, da hast du ein bisschen Quatsch erzählt oder erwähn doch mal das oder ich habe da auch noch jemand, der wäre noch super für dich, den kannst du den mal interviewen. Also die Community funktioniert und auch mit den Leuten, die wahrscheinlich bis Anfang des Jahres nicht mal wussten, was ein Podcast ist.
Das freut mich. Ja. Als wir mal am Anfang darüber gesprochen haben, da sagtest du, dass du so 5-Minuten-Episoden machen wolltest. Und 5 bis 10, lieber Martin. 5 bis 10. Ja. Gut, okay. Also 10-Minuten-Episoden. Und meine Vermutung damals war, wenn die alten Bergleute einmal ins Erzählen kommen, dann werden die nicht mit 10 Minuten aufhören. Dann fangen die erstmal richtig an zu erzählen. Und wenn ich die Länge deiner Folgen jetzt so sehe, das ist ja schon mal eine gute Stunde. Und manchmal merkt man schon, dass du auch quasi die Handbremse anziehen musst, weil der Gesprächspartner eigentlich noch gerne weiterreden würde und auf die Frage, ob er denn nochmal wiederkommt, gerne auch das Ganze bejaht und es auch gerne zusagt. Merkt schon, dass da sehr viel Redefreude auch existiert. Das muss man schon sagen. Das hättest du damals nicht so gedacht, oder? Nee, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich die Leute quasi vors Mikrofon zwingen muss und dass ich denen mehr oder weniger so 5 bis 10 Minuten Redebeitrag aus dem Kreuz leiern muss. Und das ist glücklicherweise gar nicht so. Ja, also 2 Fragen drängen sich sofort auf. Erstens, wie kommst du an die Gesprächspartner? Und das zweite ist, wenn du jetzt unterschiedliche Personenkreise ansprichst, dann hast du ja vielleicht auch unterschiedliche Themenkreise vor Augen. Also der Bergbau an sich ist ja, da kannst du ja im Prinzip in jede Ecke, das kannst du technisch beleuchten, das kannst du aus der Soziologie, also wie sind die Leute miteinander umgegangen, das kannst du aus der Gewerkschaftsarbeit beleuchten, das kannst du aus, was weiß ich, umwelttechnischen Gründen beleuchten und so weiter. Wie managst du das? Wo kommt das her? Oder lässt du dich vom Zufall leiten? Was ist das Konzept dahinter? Du, das Konzept ist relativ einfach. Ich habe also Mitte letzten Jahres jemanden eingestellt, die quasi diesen Podcast für mich minutiös vorplant. Die Termine sind Monate im Voraus klar und die Gäste wissen Bescheid. Die bekommen eben halt ein entsprechendes Skript und dann haben sie das zu erzählen, was da in dem Skript steht. Okay, der 1.4. ist aber erst übermorgen. Okay. Nee, es ist anders. Ich sitze hier freitags mittags im Büro und überlege, hast noch gar keine Folge für Sonntag? Und dann nehme ich mein Telefon und frage halt, ruf irgendjemand an und sag, weißt du, wer jetzt gerade Zeit hat? Und dann geht das los, oh, warte mal, ich rufe mal den Jupp an oder ich rufe mal den Bernd an oder wen auch immer. Und es ist tatsächlich so, dass ich eine Folge auf Halde liegen habe. Halde, wunderbares Wortspiel. Und die muss ich jetzt leider am Sonntag versenden. Das heißt, meine Halde ist dann wieder auf Null. Das heißt, ich muss wieder fördern. Ist im Moment ein kleines Zeitproblem, aber kriegen wir alles hin. Also ich habe heute nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung, und dies ist mal kein Witz, diverse Sendegärten nachgehört und da, jetzt bin ich raus, sorry, steig ein, Martin. Dass du deine Zeit verschwendet, warum hast du das gemacht? Weil ich immer gerne den Sendegarten höre. Okay, das ist ein gutes Argument, das hören wir gerne, klar. Hast du noch mehr nette Sachen? Sonst springe ich ein und wir springen und lassen uns was erzählen sozusagen. Das wäre vielleicht eine ganz gute, dann hast du dich wieder gefangen. Denn du bist ja berühmt. Du bist ja berühmt. Also bin du machst das jetzt seit 10 Wochen? Ich habe mein Licht im Büro aus. Ich glaube, wir haben die 11. KW, ne? Dann mache ich seit 11. Seit 11 Wochen. Und du warst schon in der Bild-Zeitung. Okay, ja, das ist richtig. Mag man so oder so sehen. Aber du warst auch schon im Radio. Das war in deinem Lieblingssender. In einem deiner Lieblingssender. In einem meiner beiden Lieblingssender, genau. Und erlaubst du mir jetzt, dass ich das einspiele? Du bist ja schließlich natürlich der Betroffene. Gut, dann hören wir uns mal eben an, was die Profis aus deinem Tun sozusagen gemacht haben. Hier ist WDR 4. Der Countdown läuft, ja.
In diesem Jahr werden die letzten beiden Zechen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Christian Kiesen aus Herden, er ist kein Bergmann, aber total vom Bergbau fasziniert. Der 51-Jährige sagt über sich selbst, ich bin auf Kohle geboren. Und deshalb will er die Kohle auch gebührend verabschieden und hat sich ein eigenes Abschiedsprojekt ausgedacht. Eine Internetseite, auf der er Interviews und Reportagen rund ums Thema Kohle und Bergbau veröffentlicht. Und dafür reist er quer durch NRW und ist sogar selbst unter Tage eingefahren. Dunkel, eng und ein bisschen stickig. Der Stollen der Zeche Nachtigall in Witten wirkt fast so, als wären hier gestern noch Bergleute aktiv gewesen. Für Christian Kiesen ist das eine spannende Reise in die Vergangenheit. Der Härtner bekommt heute einen Eindruck davon, wie anstrengend der Job gewesen sein muss. Denn er darf ran an die schweren Geräte. Zuerst der druckluftbetriebene Bohrhammer. Ich bin hin und weg. Das waren jetzt keine 30 Sekunden. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich hier 5, 6, 7, 8 Stunden an dieser Maschine arbeiten sollte, hat nicht viel mit Romantik zu tun, beim besten Willen nicht. Also da bin ich froh, dass ich Schreibtischtäter bin. Denn hauptberuflich konzipiert der Härtner Brandschutzanlagen. Doch der Kohleabbau hat ihn schon immer fasziniert. Heute interviewt er Ulrich Barth. Der gebürtige Vogtländer hat bis vor einem Jahr auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop gearbeitet. Für ihn war es nie einfach nur ein Job. Für mich war es das Leben, für mich war es die Arbeit. Es war mein Beruf und ich habe das immer mit sehr viel Spaß gemacht. Und man erlebt immer wieder Neues und es ist eine unheimliche Teamarbeit. Es ist Kameradschaft unter Tage und das ist das eigene, was man mitnimmt an Erlebnissen. Immer wieder hört Christian Kiesen von dieser Verbundenheit der Kumpel und der Liebe zum Job. Aber auch traurige Geschichten werden ihm erzählt. Zum Beispiel die von Fritz Marun, dessen Vater bei einem Einsatz der Grubenwehr unter Tage starb. Trotz dieser Erfahrung wurde auch er Bergmann. Kaum ein Interview, das Christian Kiesen kalt lässt. Wenn ich die Folgen nachhöre nach dem Schnitt, bevor ich sie veröffentliche, ist es tatsächlich so, dass ich mir die ein oder andere Träne verkneifen muss, weil doch da sehr viel Emotionen drin sind. Bergbau ist emotional und das Ende ist eben halt auch emotional. 53 Beiträge will er produzieren und als Countdown zum Bergbauabschied auf seiner Internetseite veröffentlichen. Für wen eigentlich? Wen ich genau erreiche, weiß ich nicht. Ich habe Hörer in ganz Deutschland, wie ich mittlerweile weiß, über die Kommentare auf der Webseite, also von Hamburg bis nach Bayern. Ich habe einen Hörer in den USA. Ich war letzte Woche auf Zeche Zollern, habe dort einen Hörer getroffen, der selber noch im Bergbau tätig ist. Ja, ich weiß nicht, wer meine Hörer sind, aber es werden immer mehr. Die aktuelle Folge war für ihn eine der bisher spannendsten, denn so nah wird er dem Job des Bergmanns wohl nicht nochmal kommen. Ein Abschiedsprojekt für die Kohle in NRW. WDR4-Reporter Martin Wilger hat den Bergbaufan Christian Kiesen aus Herten getroffen. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Das hat der Herr Wilke, glaube ich, oder so ähnlich, Martin Wilke, ganz wunderbar zusammengefasst. Also das, was wir jetzt hier gerade versuchen, über eine Stunde zusammenzukriegen, die Information, die hat er wirklich da in 2 Minuten 56 zusammengetragen. Also echt, ich ziehe gerade mal den Hut davor. Wie bist du denn in diese Situation geraten? Fangen wir mal mit der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben an. Freunde von mir, warte mal, der Max Snyder sagt mir, da muss ich mal eben, Sebastian, der Max Snyder sagt gerade, ich soll mal RIA Ultraschall 2 RIA EQ machen. Du hast gesagt nein, ne? Nein, lass das bitte jetzt. Also, okay. Genau, also wir machen jetzt nicht während der Sendung. Jetzt nicht anfangen, während der Sendung irgendwas zu verspielen, zu verstellen. Okay. Ja. Sorry. Nö, kein Problem. Also, Die Bild ist tatsächlich so, dass die Zeitung gerade im Ruhrgebiet ziemlich viel über den Bergbau, das Bergbauende macht. Und also der Fotograf ist ein Freund von mir, ein langjähriger Freund von mir, der entsprechende Redakteur, auch seit Jahren ein guter Bekannter. Von daher wusste ich, dass ich mich nicht in die Fänge des Löwen begebe, sondern ich habe den Artikel auch tatsächlich im Vorfeld gesehen und durfte halt auch so ein bisschen am Text mitarbeiten und habe auch den, es ist ja auch erwähnt worden aus meiner ersten Folge, dass der Vater da unter Tage umgekommen ist von meinem Fritz Gast. Baron, ja. Genau. Und auch den habe ich natürlich im Vorfeld gefragt, Mensch, ist das für dich in Ordnung? Ja, klar, kein Problem, habe ich auch so drüber geredet. Und dann ist es entsprechend so freigegeben worden, mehr oder weniger. Ne? Also es ist dann auch noch auf der entsprechenden Online-Seite gelandet, vor der Paywall, möchte ich betonen, was mir auch sehr wichtig war.
Und ja, das war eben halt ein Gefallen, den die Jungs mir getan haben. Ein paar Tage später war ich dann, oder an dem Tag, an dem dieser Bildartikel erschien, war ich bei einer Sprengung in Hamm beim Bergwerk Ost und hätte dort eigentlich nicht mit aufs Gelände gedurft, aber was der, wie der Zufall es so wollte, kamen dann meine beiden Bildjungs da an und hatten noch einen Platz im Auto frei und dann stand ich auf einmal anstatt, dass ich 700 Meter weiter auf der falschen Seite stehe, stand ich auf einmal direkt 2 Meter hinter dem Sprengmeister und das war natürlich ganz cool. Und auf der abschließenden Pressekonferenz habe ich dann gefragt, wo ich mich denn bitteschön in den Presseverteiler eintragen könnte. Und ja, so kam dann eins zum anderen und während der Sprengung sprach mich dann jemand an, und von welchem Sender bist du? Weil ich halt mein Headset auf hatte und mein Aufnahmegerät in der Hand. Und du, ich bin gar kein Sender, ich bin nur Podcaster. Und sagt er, was ist heute in der Zeitung? Ich wollte dich sowieso schon anrufen, ich möchte einen Fernsehbericht über dich machen. Okay, dann haben wir die Telefonnummern ausgetauscht und dann haben wir erst überlegt, was wir... Also es sollte, wie gesagt, ein Fernsehbeitrag werden und wir haben überlegt, welche Bilder können wir da machen? Okay, ich sitze in meinem Büro und habe meinen Gast da. Dann hast du halt einen Schreibtisch, einen Rechner und 2 Leute, die einen Kopfhörer aufhaben. Und dann hatte ich mich für diese Hauerschicht auf Zeche Nachtigall in Witten eingetragen und habe dann dem WDR das erzählt, also dem Martin Wilger das erzählt und habe ihm auch den entsprechenden Kontakt zu dem Börje Nolte gegeben. Ja, und dann haben die beiden das irgendwie verhackstückt, dass der WDR mich dort mit dem Filmteam begleiten konnte und ich habe dann eben halt so eine Sonderführung bekommen und die haben dann eben halt auch den, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem guten Bergmann, haben den halt speziell dazugeholt, weil sie wussten, das ist einer, der kann gut reden. Ja, und dann bin ich da mit dem 3 Stunden durch das Bergwerk getappert und der WDR ist dann nach einer halben Stunde, sag ich mal, abgehauen und gesagt, ist okay, das reicht uns. Ja, und jetzt warte ich im Grunde genommen auf den Anruf des WDR, weil das ist ein sogenanntes buntes Thema, was nicht an irgendeinen Termin gebunden ist oder an irgendein Ereignis. Also ob du das heute oder morgen oder in 3 Tagen sendest, ist für den WDR letzten Endes egal. Und deswegen haben die dann halt gesagt, sie rufen mich 2 Stunden vor der Sendung an und dann wird da irgendwann der Beitrag rauskommen. Wahnsinn, ne? Du machst und uns die Zweitverwertung war dann übrigens dann dieser WDR4-Beitrag, um das Thema rund zu machen. Also der Martin Wilger war auch der verantwortliche Redakteur für den noch kommenden Fernsehbeitrag und hat das Ding dann im WDR4 versendet und auch das war wiederum witzig. Das habe ich gar nicht gehört. Ich war auf einer Baustelle und habe dann irgendwie über Facebook, was ich nur noch wieder bespiele wegen des Podcasts, also ich habe meinen Facebook-Account im Grunde genommen totgelegt, weil mir das alles zu bunt wurde da und habe dann das jetzt nur für den Kohlenpott wieder aufleben lassen, weil die Facebook-Community nun mal da ist und deswegen habe ich das da reingeschmissen und dann bekam ich aber über Facebook den Hinweis, ich habe dich heute im WDR4 gehört, das war ja spannend und total toll und schönes Wochenende. Dann habe ich dann die WDR4-Hotline angerufen und habe gefragt, ob die eventuell irgendwas über mich gesendet hätten. Nö, wüsste sie nicht. Und dann hat sie dann nochmal in ihren Sendungsplan geguckt. Süß. Und sagte, ja, lief heute Mittag um 12.48 Uhr, ich verbinde sie mal mit unserem Mitschnittservice. Und hat sich mit dem Mitschnittservice verbunden und sagt, ja klar, den Beitrag können sie haben, waren 3,2 Minuten oder 3 Minuten irgendwas, kostet 35 Euro. Oder sie rufen den verantwortlichen Redakteur an. Ich sage, wenn ich mal wüsste, wer das ist. Und dann habe ich dann den Martin Wilger angerufen und gesagt, hast du das an WDR4 auch noch irgendwie durchgesteckt? Ja, ich weiß aber nicht, wann es gesendet wird. Ja, ich sage, ich aber, nämlich heute Mittag, war schon... Hat er ja, wusste ich gar nicht. Ich schicke dir mal die Datei als MP3. Ja, und jetzt kann ich damit oder darf ich damit vielleicht machen, was ich will. Weiß ich gar nicht, was da für eine Lizenz drauf ist. Aber ich habe es einfach auf die Webseite gestellt. Ja, da sie ja öffentlich ist, haben wir jetzt einfach da das Zitatrecht verwendet und genau. Daraus jetzt zitiert. Genau. Und du bist ja schließlich als die Person, um die es geht, auch im Wesentlichen da. Dran. Also wenn wir etwas über dich machen und dann kommt das, dann soll das wohl, glaube ich, rechtlich auch in Ordnung gehen. Wollen wir mal hoffen. Ja, finde ich so. Auch. Aber ist dir das nicht ein bisschen unheimlich, so dass die Leute so darauf anspringen oder ist es genau das, was du erreichen möchtest? Das ist nicht das, was ich
ursprünglich erreichen wollte. Also ich habe, also durch dieses lange Podcast hören und ich habe irgendwann gedacht, oh ja, irgendwie hättest du da auch mal Bock drauf. Und dann habe ich überlegt, was kannst du machen, und ja, bin irgendwie auf kein Thema gekommen. Und ja, dann durch diese ganze Geschichte mit MinCorrect in der Vorbereitung, ich meine, du warst ja bei der 100 auch dabei. Wir hatten ja da so ein paar Bergleute hier aus dem Geschichtskreis Schlegel und Eisen gebeten, da so ein bisschen was zu machen, weil ja klar war, dass Leute aus ganz Deutschland kommen, die nicht unbedingt eine Beziehung zum Bergbau haben, die vielleicht nicht mal, ja, so die im Grunde genommen keine Ahnung hatten. Und da wir die Leute hier im Haus haben, habe ich die gefragt, Mensch, habt ihr nicht Bock, euch ein bisschen zu präsentieren? Da wird zwar jetzt nicht großartig was für euch rausspringen, dass ihr irgendwie, also die verkaufen dann auf irgendwelchen Ausstellungen und Messen immer so kleine Andenken. Aber ich sag, geht mal nicht davon aus, dass die euch hier die Bude leer kaufen. Aber wenn ihr Spaß daran habt, dann fände ich das toll. Ja, und das haben die gemacht. Und ja, und irgendwie durch dieses ganze Gerede mit diesem Geschichtskreis kam mir dann immer mehr ins Bewusstsein, auch dadurch, dass mein Bruder dann ins Anpassungsgeld, so heißt es, APG, gehen konnte, also quasi in die Frührente, wenn man so will. Dadurch kam mir halt das Thema Bergbau ins Bewusstsein und habe gedacht, okay, dann überleg dir mal, ob du da was machen kannst. Und dann habe ich dem Nikolas und dem Reinhard das vorgestellt, die Idee. Und ja, es kam von beiden, jo, hört sich gut an, würden wir wohl hören. Und dann während der MinCorrect 100 habe ich ja dann Kontakt zu Tim Pritloff und zu Linus Neumann bekommen und habe dann natürlich, wenn der Podcast-Papst einmal anwesend ist, auch dem Podcast-Papst meine Idee vorgestellt. Und er sagte auch, jo, hört sich gut an. Und ich sag, ja, aber wie fange ich an? Und dann, ja, das kriegen wir schon hin, das ist gar kein Problem, die Community ist groß und spätestens auf dem Kongress kannst du ja dann, ich sag, ey, Moment, Kongress ist in Leipzig. Ich sag, ich hatte gehofft, dass es Dortmund wird, damit ich mal über so einen Tag wenigstens hinfahren kann. Mhm. Sag, und außerdem habe ich keine Karten. Ach, der doch, hast du jetzt gerade. Und also nicht, ich hatte keine Karten bekommen, aber zwei Voucher bekommen. Dann habe ich meine Frau angeschrieben, die gerade mit den Kindern in Urlaub war, und habe gesagt, übrigens, sollen wir zwischen Weihnachten und Neujahr nach Leipzig fahren? Und dann kam so, ja, ne, endlich mal wieder ein Ausflug. Wie kommst du auf Leipzig und warum zwischen Weihnachten und Neujahr? Kongress. Was ist das? Ich sag, ja, also hier diese komischen Computer. Da riecht's doch nach Computern und nach Elektrik, da will ich nicht hin. Und die Kinder, für die ist das doch auch nichts. Und ja, wir fahren dieses Jahr wieder mit der gesamten Familie zum Kongress. Ach, das heißt, eure Erfahrungen waren nicht so schlecht und die Erfahrungen deiner Frau und deiner Kinder waren nicht so schlecht. Die Kinder waren total begeistert. Wenn mein Sohn jetzt noch Bilder sieht, dann dachte ich, sag, und wo war dieses Bild? Tu wat! Schön. Also völlig, völlig begeistert. Also können wir nochmal da in Urlaub fahren, wo wir mit den Bobbycars rumgefahren sind? Gerne, Kinder, zwischen Weihnachten und Neujahr in Leipzig. Ja, so ist das. Aber in dem Radiobericht wurde gesagt, dass dich der Bergbau schon immer fasziniert hat. Was ist denn diese Faszination, die das bei dir ausgelöst hat? Und was heißt schon immer? Schon als Kind? Ja, eigentlich schon. Also meine Grundschule lag so, ich sag mal, Luftlinie 1200, 1300 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Und auf dem Weg von da zur Schule oder umgekehrt musste ich immer an Schlegel und Eisenschacht 2 vorbei. Das war in Disteln bei uns, also Herten-Disteln, Stadtteil von Herten halt. Und dann kommst du so aus der Schule und guckst so nach oben, dann steht da so ein Förderturm und oben drehen sich die Räder mal rechts rum, mal links rum, und dann weißt du halt, okay, jetzt fährt der Korb rauf oder der Korb fährt runter oder der eine Korb fährt rauf, der andere fährt runter oder umgekehrt. Ja, und wenn du da mit groß wirst, wir haben auf Bergehalten gespielt, wir haben die damals noch vorhandene Zechen- und Hafenbahn, die einzelnen Zechen miteinander verbunden hat, meistens gezogen von so grünen Elektroloks und dann eben halt diese typischen Kohlewagen dahinter, und dann gab es so irgendwelche Spielchen, wo man dann die Waggons gezählt hat, und
dann war man entweder, war man verliebt oder man war, ich weiß es nicht, also immer so, wie so Abzählreime mit den Waggons, oder wir haben dann hinterher oben auf den Halden gestanden und haben die Waggons, die unten vorbeigefahren sind, mit Schotter beworfen oder haben Nägel und Münzen auf die Schienen gelegt, weil diese Züge fuhren relativ langsam, man hat die schon von Weitem kommen sehen, also es war jetzt auch nicht sonderlich gefährlich, und dann hat man halt irgendwie Pfennigstücke hießen sie damals, praktisch platt fahren lassen, und naja, das war unser Abenteuerspielplatz, und dann ist das nun mal so. Gab es auch direkte Berührungspunkte mit den Kumpeln oder Kumpels, wie sagt man eigentlich, die Kumpels oder die Kumpel? Also mit den Werkleuten. Mit der Kumpel. Es gibt ja auch so, also so Bergmannstraditionen sozusagen. Ich meine, wahrscheinlich gab es bei euch sowas wie einen Chor, einen Knappenchor oder sowas? Jein. Also die sind ja rumgelaufen, egal wo sie gerade waren, und haben gesungen. Ja, das stimmt allerdings. Unter anderem heute noch. Ich habe gestern im Internet habe ich ein Steigerlied gesucht, und dann bin ich beim Fanclub der Tultra S bin ich darauf aufmerksam geworden. Das ist irgendwie eine Gruppe, die Volleyballfrauen unterstützt. Nein, das ist ein Wortspiel aus TUS und Ultras. Ah ja, Tultras. Tultras, ah ja, okay. Genau. TUS Ultras, wie auch immer. Genau, die kommen aus Herten, ne? Und die haben Steigerlied auf ihrer Webseite, weiß ich gar nicht. Nee, die haben ein YouTube-Filmchen, und da singen okay. Die ganz aus Leibeskräften, das klingt so. Das ist übrigens genau in dem Treppenhaus, wo wir gegangen sind, als wir zu MinCorrect 100 in die Weißkaue da oben raufgegangen sind. Also da haben die wir waren so, nicht in der Weißkaue, sind die auf, wir waren in der Schwarzkaue, mein Lieber. In der Schwarzkaue, okay. Wir waren in der Schwarzkaue. Richtig, richtig. Sorry. In der Schwarzkaue. War ja auch alles ganz schwarz. Bühnenschwarz. Ich muss gestehen, ich bin zu spät gekommen, oder ich bin spät gekommen und habe außer dieser Location nichts anderes gesehen. Es gab ja vorher, ein paar Stunden vorher, noch Führungen über das Gelände, die hätte ich gerne mitgemacht, aber da bin ich zu spät gekommen. Und ich habe eigentlich nur diesen einen Raum wahrgenommen. Aber gut, der war schwarz, ja. Aber von Witten, Martin, bis Herten ist nicht so weit, wie du weißt. Meine Nummer hast du bist jederzeit herzlich willkommen und bekommst eine Privatführung. Wenn du magst. Das sagst du nicht zweimal. Okay. Du bist jederzeit herzlich willkommen zu einer Privatführung, lieber Martin. Jetzt habe ich es doch zweimal gesagt. Okay, jetzt hat das zweimal gesagt. Okay, und jetzt sogar aufgenommen. Ich kann das rausholen, ja. So. Also, diese Kultur lebt heute noch, obwohl da ja auch schon vor einiger Zeit der Deckel auf den Pütt gemacht worden ist. Also was jetzt auf Schlegel und Eisen passiert, also durch diese kulturelle Weiternutzung oder dass du da dein Büro haben kannst, das ist ja schon eine Nachnutzung eigentlich. Wann genau ist denn da bei euch zugemacht worden? Genau kann ich es dir definitiv nicht sagen. Also ich meine, es war entweder 1990 oder 1992. Doch schon danach so lange ist, her. Ja, das ist schon ewig lange her. Danach gab es noch die Zusammenlegung mit dem Bergwerk Ewald in Herten Süd. Dann später noch die Zusammenlegung mit dem Bergwerk Hugo in Gelsenkirchen. Und dann war, ich meine, 99 oder 2000 hier in Herten endgültig der Deckel drauf. Und die Sache mit dem Büro war eigentlich ganz witzig. Wir hatten zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen, und dann stand irgendwann an, dass wir für den kleinen Mann auch irgendwie ein eigenes Zimmer bräuchten. Dann haben wir ein bisschen überlegt, und da ich ja so baulich nicht ganz unbeholfen war, habe ich gesagt, okay, wir könnten mein Büro, was sich in dem Partykeller unterhalb unseres Wohnzimmers befand, aufgeben, und ich suche mir halt irgendwo ein Büroraum. Und dann mache ich einen Durchbruch, eine Wendeltreppe nach unten, dann machen wir unser Schlafzimmer nach unten, und der Kleine kriegt unser altes Schlafzimmer. Okay, die Idee war geboren.
Und dann bekam ich einen Anruf von einer Firma, für die ich tätig bin. Fahr mal zur Zeche Ewald und guck dir das mal an. Da will einer eine Brandmeldeanlage haben. So, und dann hab ich mir einen Plan geschnappt. Ja, pass auf, das ist nicht Ewald, das ist Schlegel und Eisen. Du hast keine Ahnung. Gib mir mal die Telefonnummer, ich fahr dahin. Dann habe ich den Eigentümer angerufen, stellte sich dann im Nachhinein raus, dass ich den seit Jahren kannte. Man hat sich zwar irgendwann aus den Augen verloren, aber ich wusste, wer er war, er wusste, wer ich war. Wir waren uns nicht böse verbunden, sondern eher freundschaftlich verbunden und sind dann das erste Mal durch dieses Gebäude gelaufen. Und da hatte er in einem Büro, ich sag mal, so einen improvisierten Schreibtisch stehen und seinen Computer darauf, eine Lampe da drauf, und das war die komplette Nutzung dieses Gebäudes. Dann sind wir da durchgelaufen, haben uns das Ding angeguckt und gesagt, okay, da muss ein Melder hin und da muss ein Melder hin, dann müssen wir mit der Feuerwehr sprechen und hier und da. Und sag so, boah, geiles Gebäude. Ich sag, und wo ist mein Büro? Und dann zeigt er so auf 6 Türen vor mir und sagt, such dir eins aus. Und ich gucke ihn so an, ich sag, wie? Was? Sagt er, ja, ich ziehe hier mit meiner Firma ein. Ich brauche den Flügel, ich brauche den Flügel und ich brauche von diesem Flügel hier 3 Räume und der Rest wird hier so eine Art Coworking Space oder für, ich weiß nicht, wie man es nennt, Coworking Space, ein geiles Wort. Halt so, ne? Also der Maler und Lackierer, der irgendwie mit seinem Bulli durch die Gegend fährt und irgendwie Wände anstreicht und halt nur einen kleinen Büroraum und ein Telefon braucht, kann hier ein Büro mieten, oder hier ist ein Planungsbüro für Ablufttechnik drin, hier ist ein Finanzberater drin. Gut, okay, dann nehme ich dieses Büro hier und bin im Grunde genommen da angekommen, wo ich immer hin wollte. Also ich möchte hier, so lange wie ich dieses Büro nutzen kann und darf, möchte ich hier nicht weg. Ich fühle mich hier so wohl. Ja, ich bin auf der Zeche angekommen, auf der mein Bruder damals gelehrt hat. Mhm. So schließen sich die Kreise. Ja. Aber die Frage ist, wie lange wird zum Beispiel so ein Förderturm erhalten bleiben? Denn das kostet ja auch Geld. Ob dann der Abriss dann nicht am Ende doch irgendwann mal billiger kommt? Also den Abriss werden wir nicht mehr erleben, Martin. Der eine ist jetzt vor kurzem renoviert worden. Der, ich sag mal, der kleinere, der klassische Förderturm mit dieser Stahlgerüstkonstruktion, mit den Streben. Und daneben der größere der beiden, der ehemalige Skip-Förderschacht, wird jetzt demnächst renoviert. Der ist wesentlich größer, ist wesentlich neuer. Der ist mal irgendwann in den 80ern erneuert worden, 82 glaube ich. Und der wird auch jetzt demnächst renoviert. Und es ist sogar geplant, den für geführte Gruppen quasi frei zugänglich zu machen. Also mit Anmeldung irgendwie, wie das bei vielen Sachen im Pott ja so ist. Und ich finde es total schön, dass dieses Gebäude eben halt in mehrfacher Hinsicht genutzt wird. Dass es einmal halt als Firmensitz, als Bürositz genutzt wird und damit auch aktiv Arbeitsplätze wieder da sind, wo früher irgendwie 1000, 2000 Leute gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite aber auch für Kultur. Ich meine, wir haben so viel Zechenbrachen im Pott, wenn wir in jedes Ding ein Theater bauen würden. Ja, so viele Leute hast du nicht, die dann sich auch die Tickets kaufen können und wollen. Und von daher so ein bisschen gewerbliche Nutzung, ein bisschen aber trotzdem der Öffentlichkeit zugänglich machen, indem man das als Veranstaltungslocation nutzt. Warum nicht? Besser als abreißen und irgendwie einen Betonklotz hinstellen. Ja, also dieser Strukturwandel im Ruhrgebiet, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Also ich meine, wir beide sind jetzt aufgewachsen zu einer Zeit, wo noch eigentlich alles in Betrieb gewesen ist. Also ich bin aus Hattingen, da war halt die Thyssen-Henrichs-Hütte, die hat Stahl produziert und also Eisen gekocht und Stahl produziert. Und ich habe das eben als Kind in voller Blüte sozusagen erlebt und habe aber dann eben auch die Zeit mitbekommen, wo da dann der Laden zugemacht worden ist und dann plötzlich so der Charakter der Stadt sich total gewandelt hat irgendwo und auch heute noch darum gekämpft wird, dass man irgendwie eine Nachnutzung
und vor allen Dingen auch die Arbeitsplätze, die dort verloren gegangen ist, auch irgendwie wieder herbeischafft sozusagen. Und das geht ja an den anderen Standorten, wenn es jetzt nicht gerade um Stahl geht, sondern um Kohle, genauso. Also so eine Zeche, wo da irgendwie 1000, 2000 Leute gearbeitet haben, wenn die dazu macht, dann hast du erstmal das Problem, dass diese 1200 Leute, 1000 bis 2 oder 1000 oder 2000 Leute und deren Angehörige, die ja alle von diesem Geld dann auch noch gelebt haben, dann erstmal irgendwie versorgt werden müssen. Wie hast du denn diesen Strukturwandel eigentlich so weit wahrgenommen bisher? Den habe ich eigentlich erst sehr spät wahrgenommen. Es war, also gerade hier im Bergbau war es ja so, es gibt diesen Spruch, niemand fällt ins Bergfreie. Also niemand wird tatsächlich arbeitslos, sondern das war eben halt das große Verdienst der Mitbestimmung und der Gewerkschaften in Zusammenarbeit mit der Politik, dass die halt gesagt haben, wir gehen hier so lange auf die Straße, bis ihr uns eine Möglichkeit anbietet, dass niemand entlassen werden muss. Und es ist bis heute, und ich hatte da einen Gast, der da recht viel drüber wusste und auch recht viel drüber erzählt hat, es ist bis heute so, dass niemand entlassen werden musste, weil der Bergbau zugemacht hat, sondern das ist über Anpassung passiert. Es sind Leute, von denen klar war, dass sie dieses Anpassungsgeld halt nicht kriegen würden oder dass der letzte Püt eher zumacht, als sie eben halt in Rente gehen können, dass sie danach noch irgendwo arbeiten müssen. Da sind sogenannte, wie hießen die Dinger? Also im Grunde so Testarbeitsphasen. Also du konntest für ein halbes Jahr bei irgendeinem Betrieb anfangen. Man konnte sich gegenseitig beschnuppern und dann entscheiden, geht man wieder zurück zum Püt oder bleibt man in der freien Wirtschaft. Und da sind die Kumpel zu Recht stolz drauf, dass da eben halt wirklich niemand ins Bergfreie gefallen ist, sondern dass die alle entweder eine Anschlussbeschäftigung oder aber eben halt diese Frühverrentung erreicht haben. Oder eben halt in einen neuen Job übermittelt wurden, aber wirklich ohne arbeitslos zu sein. Ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein, auch wenn das erst auf den zweiten Blick als gar nicht so selbstverständlich erscheinen. Weil ich jetzt wusste, dass du heute unser Gast sein wirst, habe ich einen Film wieder rausgekramt, den ich vor Jahren mal gekauft habe. Der heißt Brust Off mit Pauken und Trompeten und beschreibt, wie eine englische Zeche zugemacht wird in Yorkshire 1992. Und da scheint es wirklich so zu sein, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, ins Bergfreie fallen. Also die bekommen zwar eine Abfindung, oder beziehungsweise die Betreiber bieten ihnen eine Abfindung an, dafür müssen sie dann aber quasi kündigen. Oder die nehmen halt die Abfindung nicht an und müssen dann schauen, dass sie irgendwie sonst über die Runden kommen. Und es endet eigentlich in dem ökonomischen Desaster vieler Familien. So krass habe ich das im Ruhrgebiet tatsächlich nicht erlebt. Also da können wir schon wirklich sagen, da haben die Gewerkschaften oder wer immer da verhandelt hat, irgendwie besser gehandelt, würde ich mal vermuten. Hast du eine Ahnung, wann diese ersten Pläne für die Schließung, wann das eigentlich beschlossen worden ist? Also ich habe mir sagen lassen, dass das Ende des Bergbaus im Grunde genommen schon Mitte der 50er Jahre eingeläutet wurde. Also ich hatte gerade ich hatte in der letzten Folge einen Gast, der mir was über Grubenlampen erzählt hat. Ja, habe ich doch gehört, genau. Ein 79-jähriger Herr, und der hat also 1953, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Bergwerk General Blumenthal, glaube ich, war es, in Recklinghausen, seine Lehre begonnen und hat dann irgendwie 5 Jahre später abgelegt, also quasi seinen Job abgelegt, seinen Job gewechselt und hat dann irgendwie als Kfz-Mechaniker gearbeitet, weil man ihm damals gesagt hat, Junge, du bist noch jung, such den anderen Arbeitsplatz. Also wirklich Mitte der 50er ging es los. Mhm. Das ist schon wirklich, also dann, das ist echt eine generationenübergreifende Veränderung, die Schritt für Schritt dann passiert ist. Und jetzt ja in diesem Jahr wird dann sozusagen der letzte Schritt vollzogen. Erlebst du dann, ich meine, du hattest ja in dem Einspieler, den wir gerade gehört haben bei WDR 4, hast du ja gesagt, ab und zu kommen dir mal so Tränchen. Erlebst du denn in den Gesprächen auch sowas wie Trauer oder finanzielle Not, die dort ausgebrochen ist? Oder was ist das, was dich zu Tränen rührt? Also finanzielle Not, nee, habe ich noch von keinem gehört. Also ich kenne durchaus Leute, die dann, nachdem dieses Anpassungsgeld
Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage von der Reihenfolge her, aber wenn ich das richtig verstehe, gibt es also erstmal dieses Anpassungsgeld und während du dieses Anpassungsgeld beziehst, darfst du nicht arbeiten und danach kannst du dann irgendwie wie ein normaler Rentner auch irgendwann eben dir halt was dazu verdienen. Und es gibt halt Leute, die ich persönlich kenne, die das tun. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen, aber eben halt so einen typischen Minijob. Ich weiß allerdings nicht, ob das tatsächlich aus der finanziellen Notwendigkeit herrührt oder einfach aus der Tatsache, dass sie, ja, dass denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder die eben halt eine Beschäftigung suchen, weil sie eben halt noch relativ jung sind. Ne? Und weiß ich nicht, könnte ich vielleicht nochmal nachfragen. Wäre eine Idee, weiß ich nicht, ob da jeder drüber sprechen möchte, aber vielleicht finde ich ja jemand. Nee, aber warum ich mir die Tränen verkneifen muss. Also ich habe neulich eine Aufnahme komplett abgebrochen. Ich habe also fast 45 Minuten Aufnahme in die digitale Tonne gekloppt, weil wir uns beide einig waren, dass wir das so nicht senden möchten, weil der Gast da doch schon ein bisschen emotional angehaucht war und das Gespräch ging dann in eine Richtung, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Und dann haben wir gesagt, wir machen das Schluss, ich lösche den ganzen Kram oder guck mal, ob ich eventuell noch was verwenden kann. Aber ich habe hier nicht vor, irgendjemanden vorzuführen und irgendwie Clickbaiting zu betreiben. Schmeißen wir einfach weg und dann ist das so. Und wir wiederholen das Ganze nochmal und trinken eventuell vorher ein Bierchen. Und dann plaudern wir oder wir nehmen uns noch einen dritten dazu, was ja dann auch vielleicht nochmal einfacher wird in der Situation. Und dann haben wir uns halt einfach ein bisschen unterhalten und haben gesagt, das war's dann jetzt für heute und wir machen einen neuen Termin. Und den haben wir schon und der wird auch aufgezeichnet und auch versendet. Hatte das was mit einem Unfall zu tun, der dort passiert war? Es ging eigentlich gar nicht. Der ist also nach... ich glaube, nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder auf dieser Schachtanlage gewesen und kam dann halt so ein bisschen ins Grübeln und ins Sinieren und was wäre, wenn das Ding damals nicht zugemacht hätte, was wäre, wenn, und so kam dann eins zum anderen und über den Rest decke ich jetzt den Mantel des Schweigens. Ja, natürlich, macht ja keinen Sinn, dass du sagst, du wirst es löschen und dann frage ich dich jetzt hier Details aus. Nein, so war es jetzt auch nicht. Nein, das habe ich auch nicht so aufgefasst, Martin. Mhm. Es gibt ja so ein bisschen unterschiedliche Theorien über den Sinn des totalen Zumachens und den Unsinn sozusagen. Also einerseits ist die Importkohle um Längen günstiger, weil sie einfach viel einfacher zu fördern ist. Da muss man halt nicht 1000 Meter in die Tiefe, sondern es gibt Orte auf der Welt, da liegt es quasi oberirdisch an, die Kohle. Man kann sie so wegschaufeln. Andererseits sagen Experten, dass die heimische Steinkohle von einer besonderen Qualität ist, wo man eben auch, Kohle wird ja nicht nur verfeuert, da werden ja auch noch hier in der Industrie technische Produkte irgendwie daraus abgeleitet, aus dem Ruß, der da entsteht und also das ist ja auch ein Rohstoff sozusagen, dass man sagt, ja, es ist eigentlich schon auch ein bisschen ein Risiko, dass man auf diese eigenen Reserven sozusagen gar nichts mehr gibt und sie quasi sich selber verschließt. Spürst du so eine Diskussion auch oder sind deine Gesprächspartner eher so, haben die damit abgeschlossen und gesagt, so das ist wie es ist und wir machen das Beste draus und wir orientieren uns anders. Wir diskutieren das eigentlich gar nicht mehr. Ich denke mal, die Erkenntnis, dass man das Ende nicht mehr abwenden kann, die ist bei allen da. Den Sinn oder den Unsinn, also jeden, den ich frage, sagt, das ist eine politische Entscheidung. So. Naja, die könnte man ja auch wieder rückgängig machen. Das ist, ne? Also die Frage ist ja nur, gibt es dafür irgendwie eine Motivation oder ist das einfach schon durch? Also dieses Gedankenspiel hatte ich witzigerweise irgendwann in den 80ern, 86, Kohl, glaube ich, Kanzler. Und ich verwechsel die beiden immer, Bangemann Arbeitsminister oder irgendwie sowas. Es war also von Zechenschließungen die Rede, es war von Kohle aus die Rede, der Kohlepfennig wurde irgendwann gestrichen. Kohlepfennig aufschreiben, muss ich noch eine Sendung machen. Und
dann irgendwann hieß es, dass diese Subventionen nicht mehr möglich sind, EU-Recht und was weiß ich was nicht alles. Und dann war halt irgendwann klar, das muss jetzt auslaufen. Ich habe beispielsweise den Geologen, der mir was über die Entstehung der Steinkohle erzählt hat, gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, beispielsweise 1-2 Bergwerke aufzulassen, um diese Technologie zumindest, die ja auf einem weltweit sehr hohen Niveau ist hier in Deutschland, die nicht zu behalten, weil ich sag mal, in 20 Jahren kauft niemand mehr eine Maschine, die heute up to date ist. Und entwickeln kann ich sowas im Grunde genommen nur vor Ort. Das kann ich nicht am Computer, also natürlich erstmal am Computer konstruieren, aber ob so ein Ding im Einsatz dann funktioniert, kann ich wahrscheinlich aus meiner laienhaften Sicht nur im tatsächlichen Bergbau. Und die Frage ist halt, bin ich bereit, diesen Technologievorsprung abzugeben oder nicht weiterzuentwickeln? Und auch da gehen ja wieder Arbeitsplätze verloren. Aber die Antwort ist politisch gegeben, ne? Dass man gesagt hat, das ist politisch gegeben, ja, genau. Ja. Also du könntest heute, wenn du genug Geld in die Hand nimmst, könntest du heute ein Bergwerk aufmachen und könntest dann so in 8 bis 10 Jahren, in denen du erstmal richtig investierst, tatsächlich wieder Kohle gewinnen. Also das verbietet dir keiner. Du kriegst nur halt keine Subventionen. Und okay. Ja. Das ist dann auch wieder, du hast gerade gesagt, es gibt Regionen in der Erde, da liegt die Kohle an der Oberfläche, da brauche ich nur mit dem Bagger dran zu gehen, in den USA beispielsweise. Es gibt aber auch Regionen, da liegt die Kohle genauso tief wie hier und auch da wird sie noch abgebaut. Von Kindern, von wem auch immer, in 12, 16, 18 Stunden Schichten mit einer Technik, die wahrscheinlich der hier im Ruhrgebiet von 1920 ähnelt. Man sagt immer so schön, diese Blutdiamanten aus Südafrika, ich denke mal, weit weg sind wir bei der chinesischen Kohle auch nicht oder bei der kolumbianischen Kohle, wie mir mal irgendwann ein Gast gesagt hat, dass die da auch unter verheerenden Bedingungen abgebaut wird. Und wenn in China halt 1000 Kumpel bei einem Bergunglück zu Tode kommen, dann gibt es halt 1000 Chinesen weniger, aber das stört hier keinen oder das stört weltweit ja niemanden. Nein, zumindest nicht von den Verantwortlichen. Also mich stört es schon. Ja eben, ne? Also das sind schon Verantwortungen, die man dann da übernimmt, indem man da die Verantwortung quasi nach außen gibt, ist man nicht ganz aus der Nummer raus. Natürlich stört es dich persönlich, mich persönlich und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer, aber es gibt eben halt Leute und die sitzen an den Hebeln. Die stört es nicht oder nicht genug zumindest. Wahrscheinlich stört es sie auch, aber nicht insofern, als dass man darüber nachdenkt, ob man nicht bereit ist, da ein bisschen mehr für zu bezahlen und dann eben halt unter vernünftigen Bedingungen zu produzieren. Aber das trifft ja alle Bereiche, machen wir uns nichts vor. Naja gut, aber andererseits ist vielleicht der Einsatz, also wenn wir es jetzt doch auf die Verbrennung beziehen, der Einsatz fossiler Brennstoffe irgendwie dann auch mal wirklich eine Idee von gestern. Dass wir tatsächlich auch mal sagen, okay, das war für eine gewisse Zeit eben das Mittel der Wahl, aber inzwischen sollte man doch vielleicht auch in der Lage sein, Energie auf eine andere Art und Weise etwas mit weniger Eingriffen in die Umwelt und Natur und so weiter zu erzeugen. Also da spielen ja dann auch nicht nur Wirtschaftlichkeitsaspekte, sondern eben auch sowas wie umweltpolitische Aspekte mit hinein. Also das kann man wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach so mal kalt drauf guckt, gar nicht in seiner Komplexität wirklich erfassen, was das alles bedeuten kann. Ja, das war ja auch was mich erstaunt hat. Also der Dr. Wrede vom Geopark Ruhr, der mir dieses Interview zur Entstehung der Kohle gegeben hat, dem habe ich dann auch gesagt, ja, und jetzt so erneuerbare Energien und Kohleabbau nimmt ja weltweit ab. Sagt er, nee, von wegen, der nimmt zu. Das hat dann allerdings irgendwann ein Hörer bei mir kommentiert. Ich habe das noch nicht prüfen können, woher diese Quelle kam. Also es soll tatsächlich einen minimalen Rückgang in der Förderung geben und auch in der Nutzung geben. Aber das wohl auch erst seit 1 oder 2 Jahren und auch wirklich nur minimal. Also entgegen der langläufigen Meinung wird nach wie vor mehr oder sogar genauso viel oder nur minimal weniger Kohle produziert und auch zum Teil verbrannt, klar. Und
wenn ich, also es werden hier in die ganzen Kraftwerke hier, also jetzt im Moment ist ja dieser große Streit um das Kraftwerk in Datteln, glaube ich, was ohne oder nur mit teilweise gültiger Betriebserlaubnis überhaupt gebaut wurde. Ob das Ding jemals in Betrieb geht, weiß kein Mensch. Aber hier stehen ja noch genug Steinkohlekraftwerke auch und da wird auch noch Kohle verheizt. Nur die Kohle kommt eben halt jetzt aus den USA, aus China, aus Kolumbien oder sonst irgendwo her. Und nicht mehr von hier. Ja, das ist... Das ja, ist der Wahnsinn. Verheizt sie trotzdem. Ja, ja. Das ist ja das Irre. Ja, okay, ja, dann ist es natürlich schon nochmal ein Gedanken mehr wert sozusagen. Also wenn man die Technik, wenn man die Energieerzeugung auf Kohlebasis macht und nimmt dann kolumbianische Kohle, wo möglicherweise Kinderarbeit dran hängt, dann ist es ja nicht nur ein ökonomischer und ökologischer, sondern auch noch ein ethisches Problem, das man da eigentlich sich ins Land holt. Das wird ja immer größer. Hast du vor, das noch bis zum Ende des Jahres alles aufzuarbeiten? Wie gesagt, also meine Sekretärin hat letztes Jahr mit der Planung begonnen. Martin, ich weiß heute noch nicht, also ich weiß, was jetzt am Sonntag für eine Folge rauskommt. Ich weiß noch nicht, was die übernächste Folge wird, also von daher, nö. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich kriege mittlerweile Kommentare so nach dem Motto, ja, könntest du mal das Thema behandeln? Letzte Mal mit den Lampen, das war sehr lustig. Die Folge war gerade irgendwie, ich sag mal, 10 Minuten raus, kam ein Tweet. Und ich wollte noch fragen, ob du nicht mal was über Lampen erzählen kannst. Wie hast du das jetzt gemacht? Also bevor der Gedanke ausgesprochen war, war die Folge da. Aber was dann am nächsten Tag passiert, weiß ich nicht. Von daher kann ich dir nicht sagen, was noch kommt. Okay, also wenn der große Ökonom oder der große Ökologe oder Ökologin oder Ökonomin oder die Philosophin oder Ethikerin bei dir vorbeikommt und das Ganze mal aus der Perspektive betrachten will, da bist du offen dafür. Ja, klar. Okay, du hast aber keinen Masterplan, dass du sagst, also ich will jetzt die und die und die Aspekte, das hast du jetzt, glaube ich, klar genug gemacht. Also du lässt dich einfach mit offenen Augen und offenem Herz drauf ein, was da jetzt deine Umwelt so hergibt. Ja, ich habe schon so ein paar Gäste, die ich tatsächlich unbedingt vors Mikro kriegen will. Ein Teil davon hat mir auch schon zugesagt. Ich habe demnächst noch einen Termin mit zwei Professoren von der Uni Bochum und von der Uni Essen-Duisburg. Die machen so ein Projekt, wie man das ehemalige oder das jetzt noch in Betrieb befindliche Bergwerk Prosper-Haniel eventuell als Energiespeicher nutzen kann, mittels eines Pumpspeicherkraftwerks. Die Info habe ich auch über einen Hörer bekommen in den Kommentaren und habe dann die beiden angeschrieben, beziehungsweise habe erst Nikolas angeschrieben, so nach dem Motto, kennst du da einen von? Und dann kam weil in dem Artikel standen halt zwei Namen drin, es waren aber auch ja mehr oder weniger Allerweltsnamen, die tatsächlich an beiden Unis beide vertreten waren, mit anderen Vornamen, sodass ich auch nicht wusste, wen ich da hätte anschreiben müssen. Dann schickt Nikolas mir eine Mail mit den entsprechenden Mailkontakten und dann habe ich eine Mail geschrieben, habe die erst dem Nikolas geschrieben, weil er mal irgendwann getweetet hatte, so nach dem Motto, ja, guck mal, solche Anschreiben kriegst du hier an der Uni. Und dann habe ich gesagt, ey, okay, bevor ich jetzt hier einen Professor Doktor falsch anschreibe oder anrede, lass dich mal beraten. Dann schrieb er nur zurück, ja, kannst du so machen. Und dann habe ich diese Mail abgeschickt und kam am nächsten Morgen in mein Büro und mache mein Outlook auf. Und dann machte das Ping-Ping und dann hatten beide Professoren unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeiten am selben Tag geantwortet und mir ein Interview zugesagt mit irgendwie, kommen Sie doch gerne da und da vorbei oder so. Und dann habe ich den einen irgendwie angemeldet und irgendwann klingelte mein Telefon, ja, hier, ich bin Dr. so und so oder ich bin Herr so und so. Und ich war erstmal ganz baff und habe Nikolas das wieder erzählt und er sagte, was, zwei Professoren, die dich am selben Tag anrufen, was hast du mit denen gemacht, ne? Oder anschreiben? Scheint wohl im akademischen Umfeld nicht üblich zu sein, dass Professoren auf Mails reagieren. Ich freue mich auf dieses Interview unbedingt. Wunderbar, wunderbar. Ganz kurzes Wort noch zu deiner Technik. Was setzt du denn ein, um deine Aufnahmen zu machen? Wie heißt das schön, die Goldlösung, ne? Also ich habe mir einen Zoom H6 gegönnt und hatte mir zunächst mal von MinCorrect zwei Headsets geliehen und bin dann aber relativ schnell über das Sendegate auf den Thread mit den HMC 660 gekommen. Dann habe ich mir so ein Ding zugelegt
Und dann hat ein gewisser Herr Rützler mir empfohlen, mir einen Headphone-Amplifier mit interner Spannungsversorgung mit Batterien zu besorgen, und so ein Ding habe ich auch noch. Ja, und dann eben halt das vorhin schon erwähnte Reaper und Ultraschall 3.1. Ja, das ist eigentlich alles. Ah nee, und ich habe mir jetzt noch, nachdem ich den Lars neulich getroffen habe und er mir dein Mikro zeigte, habe ich mir jetzt ein Rode M3 noch geholt, um eben halt unterwegs, dann arbeite ich mit dem Headset und halte meinem Gast einfach das Mikro oder meiner Gästin einfach das Mikro vor. Ach so, der darf sich dann nicht selber hören. Oder hat er noch ein... Habe ich beim letzten Mal tatsächlich nicht gemacht, war aber überhaupt gar kein Problem. Das war in dem Stollen, da wäre das schlecht möglich gewesen, weil wir dann zu nah aneinander, ich hatte ein 10-Meter-Kabel an dem Rode, und so konnte der Gast dann entsprechend sich frei bewegen und ich mich auch, und es bestand nicht die Gefahr, dass irgendwann sich die Headsets ineinander verwirren. Aber das war kein Problem. Ja, das ist immer ein bisschen, wenn man unterwegs ist, da können Lars und ich ja uns auch ein Lied von singen, dass wir da immer so ein Tänzchen aufführen müssen, wenn der eine rechts rum und der andere links rum will, sozusagen. Ja, klar. Versuch das mal in einem 1,20 Meter hohen und 60 Zentimeter breiten Stollen im Dunkeln. Ja, da tanzt ihr nicht mehr. Das wird nicht einfach sein, das ist natürlich ganz klar. Ganz klar. Du hast jetzt eine Episode veröffentlicht, wo relativ viel Hintergrundgeräusche sind, und da sagst du am Anfang auch, also du hast, erst habe ich gelesen hier über Twitter um Hilfe gerufen, was kann man tun, was hast du zur Rettung getan, also die Aufnahme hatte relativ viele Nebengeräusche, oder was war das Problem und was hast du zur Abhilfe getan? Also das Problem war, wir haben in einem Keller in Mahl, so einer Nachbarstadt hier von Herten, gesessen. Da treffen sich jeden Donnerstag irgendwelche verrückten Grubenlampensammler in einem privaten Kellerraum. Da steht dann irgendwie eine Kanne Kaffee auf dem Tisch, da steht eine Kanne Tee auf dem Tisch, da liegen ein paar Kekse. Und die Herren zeigen sich da gegenseitig ihre Grubenlampen. Und ich bin zum zweiten Mal... Das ist jetzt ein bisschen anrüchig, aber okay. Nee, ist alles jod. Und ich war dann... Als ich das erste Mal da war, ich hatte also den Gastgeber da angerufen, der Kontakt kam auch hier über den Geschichtskreis, über den Uwe, und dachte, ja, dann, wenn du was über Grubenlampen hören willst, dann komm mal einfach am Donnerstag. Jeden Donnerstag um 1 treffen wir uns. So, dann bin ich da hingefahren, habe mein ganzes Gerödel mitgenommen, komm da rein, die sitzen da alle, ein fröhliches Glück auf in die Runde, jo. Dann habe ich den Gastgeber da begrüßt und gesagt, ja, dann erzähl mal, was du willst. Und dann habe ich gesagt, ja, so und so, ich mache einen Podcast, ja, was ist das? Dann muss er das erstmal erklären. Ich meine, das kennt ihr ja sicher alle. Und ich würde euch gerne interviewen. Jo, setz dich mal. Wolltest einen Kaffee? Mhm. Nimm dir einen Keks. Mhm. Und auf einmal sagt der Gastgeber, pass mal auf, mein Freund, bevor du nicht das fünfte Mal hier warst, gibt's hier überhaupt kein Mikro. Ich gucke den an, ich sage, ey Alter, ich muss 52 Folgen voll machen. Wenn ich mich mit jedem potenziellen Gast auch nur zweimal treffen würde, würde ich überhaupt nichts mehr geregelt kriegen. Ja, ist mir egal, Interview kriegst du heute nicht. So. Aber wenn du Leute interviewen willst, komm mal zur Grubenlampenbörse nächste Woche zur Zeche Zollern nach Dortmund. Da sind genug Leute, da sind Leute aus Holland, da sind Leute aus Belgien, aus England und so, aber heute passiert hier gar nichts. So, dann war ich auf dieser Grubenlampenbörse, habe da auch ein schönes Interview gemacht, das wird jetzt wahrscheinlich am Sonntag veröffentlicht werden müssen, wie gesagt, das war meine Haldenfolge. Und dann bin ich aber nochmal hingefahren, und während wir dann da saßen, habe ich mich dann mit dem besagten Gast unterhalten. Dem Edgar hieß er, glaube ich. Erwin, Edgar, keine Ahnung, ich kann mir keine Namen merken. Und dann irgendwann, der erzählte und erzählte und erzählte. Ich sagte, du, darf ich bitte das Mikro anmachen? Guckte er mich an und sagte, Junge, mach. So, dann habe ich das Mikro ausgepackt, dann haben wir uns kurz begrüßt und sind im Grunde genommen an der Stelle eingestiegen. Also er hat mir vorher noch ganz andere Sachen erzählt, nur ich wollte ihn halt nicht dazu zwingen, die Sachen jetzt nochmal zu erzählen, nur weil das Mikro läuft, dann wäre auch eine Menge Authentizität verloren gegangen. Die anderen 7 oder 8 Leute im Raum, die hat das aber überhaupt nicht gestört, die haben einfach weitergequatscht. Und dieses
Gequatsche ist dadurch, dass wir eben halt nicht mit zwei Headsets, sondern mit diesem Rode gearbeitet haben, natürlich voll immer da reingehämmert. Ja, und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich erstmal bei Twitter um Hilfe gerufen. Es haben auch ganz, ganz viele Leute reagiert. Aber der Tenor war, nutzt nichts, raus damit. So, und dann habe ich das noch einmal zu Auphonic hochgejubelt. Und es war die erste Folge, nachdem ich in Dresden war. Und auf der Rückfahrt von Dresden habe ich mit dem Björn, mit dem Hobby-QS, der ja hier auch schon zu Gast war, telefoniert und lange telefoniert. Und wir kamen von Hölzgen auf Stöcksken. Und irgendwann sagte ich so, ah, ich bin mit dem Ganzen, ich verstehe das alles nicht, was ich da tun muss. Ich sage, ich mache die Spuren erst ein bisschen sauber, dann mache ich einen Track, den lade ich noch zu auf von den Koch und irgendwie habe ich den anderen, das wird nicht besser, sondern schlimmer. Und der Björn so, hä, wieso lädst du einen Track zu Auphonic hoch? Und also Auphonic ist so ein, für die, die es nicht kennen, ist so ein Programm, wo man Dateien hochladen kann, Audiodateien, und Auphonic macht die dann eigentlich schick. Und ich sage, ja, wie soll ich es denn sonst machen? Er sagt, ja, du musst jede einzelne Spur hochladen. Ja, und dann fiel es mir natürlich wie Schuppen aus den Haaren. Auphonic macht aus jeder einzelnen Spur, also wenn ich spreche, ist eine Spur, wenn der Martin spricht, ist eine Spur, dann macht Auphonic jede einzelne Spur für sich schick und dann packt es die zusammen und dann kommt da auch was Schickes raus. Und ich habe vorher Müll aufeinander geworfen und aus Müll kann Auphonic auch nichts mehr machen. Ne, wie sagt man im Pott, Scheiße kann man nicht polieren. Entschuldigung. Genau. Ja, man kann aus Scheiße keine gute Butter machen. Genau, so habe ich es gelernt. Ja. So, und dann habe ich die Folge rausgehauen, um das jetzt noch zum Abschluss zu bringen. Nachdem sie bei Auphonic war, habe mir sie dann selber angehört über hier Knöpfe im Ohr einfach nur, übers Handy und habe gedacht, doch, gar nicht so schlecht. Und dann kamen auf einmal Kommentare bei Twitter, endlich mal Atmo und stört doch gar nicht. Und da war ich echt, war ich echt erschlagen, dass das doch so positiv angekommen ist. Also ich wollte die Folge tatsächlich in den Müll schmeißen. Ja, schön, dass du das nicht gemacht hast. Ihr musstet euch zwischendurch noch ums Feuer kümmern. Irgendwas war doch da noch, ne? Ja, da steht so ein Kanonenofen in der Ecke und mein Gast war eben halt oder ist halt für dieses Feuer zuständig. Und ob das Gequatsch ist, haben wir es dann. War der Ofen auf einmal aus, aber er hat ihn wieder angekriegt, also der hatte da seine entsprechenden Tricks. Super, da war der Ofen aus. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen mit diesem wunderschönen Gespräch. Ich könnte dir wirklich noch eine Stunde zuhören, glaube ich. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen weiter gucken, dass wir durch den Garten kommen. Ich hoffe, du hast dein Projekt so beschreiben können, wie du es beschreiben möchtest. Ich finde das ganz großartig. Ich bin immer noch voller Verwunderung, dass du so einen Schnellstart hingelegt hast, so von der ersten Idee bis zur Radiofon oder demnächst sogar Fernsehfon Dokumentation darüber innerhalb weniger Wochen. Das ist ja schon recht raketengleich. Aber du bleibst hier schön auf dem Boden. Also das ist gut zu wissen und gut zu hören. Du, solange mich niemand für den Grimme Online Award vorschlägt, ist alles gut. Haha, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist für den Grimme Online Award zumindest in der Vorschlagsliste aufgenommen. Du weißt das. Ich bin, ja, ich weiß. Ich hab nachts einen Tweet von der ominösen Frau bekommen. So nach dem Motto, ey, du bist mit dem Kohlenpott für den Grimme Online Award nominiert. Nee, nicht ein Tweet, eine Direktnachricht. So, dann habe ich geschrieben, und du bist sehr witzig. Weil ich gedacht habe, die will ich jetzt gerade hier irgendwie trollen. Und dann habe ich mich hingelegt, habe geschlafen, bin irgendwann wieder wach geworden und gesagt, nee, nicht wirklich. Ja, dann habe ich es eben halt geguckt und habe dann tatsächlich diese Liste gesehen und da hat irgendeiner tatsächlich eine Hörerin, ein Hörer tatsächlich gemeint hat, da mal eine E-Mail hinschreiben zu müssen. Und was ich besonders lustig fand, ich habe hinterher gesehen, dass quasi der letzte Vorschlag, also oben stehende Vorschlag ist der zuletzt eingereichte gewesen. Und ich war direkt nach Teenager Sexbeichte, aber noch vor Mincorrect. So, Jungs, jetzt seid ihr dran. Ja, genau. Wir müssen aber, um der Ehre gerecht zu werden, sagen, es ist jetzt nicht die
Nominierungsliste, sondern es ist die Vorschlagsliste, aus der dann die Nominierungen gemacht werden. Aus den Nominierten werden ja dann die Preisträger ermittelt. Also das ist die Stufe 1 sozusagen in diesem ganzen Prozess. Also nominiert bist du, glaube ich, noch nicht, wenn du auf der Vorschlagsliste stehst. Machst du mir gerade einen Preis madig? Ich will dir nein. nur, dass es nicht hinterher heißt, wir haben hier Unsinn erzählt. Also ich denke an der Stelle, ne, Boulevard hin und her, wir wollen ja dann schon auch korrekt bleiben, wenn es irgendwie geht. Ja. Natürlich. Aber gut, dass du das noch erwähnt hast. Es steht hier in den Shownotes, aber ich habe natürlich vergessen, darauf hinzuweisen. Sorry. Alles gut. Okay, Christian, wir nehmen dich von der Gartenbank, beziehungsweise wir nehmen den Fokus von der Gartenbank. Du bleibst einfach auf unserer Gartenbank sitzen und gehst mit uns durch die weitere Sendung. Das Prozedere ist dir ja vertraut, nachdem du ja mehrfache Ausgaben des Sendegartens gehört hast. Ich würde gerne Beamer den Ablauf auf der Wand. Okay. Ich würde gerne enden mit einer kleinen Einspielung aus dem vorhin schon erwähnten Film Brass Off mit Pauken und Trompeten. Die Kapelle spielt nämlich da so schön. Also das ist ein wunderschöner Film, kann ich nur wirklich empfehlen. Ich habe da vorhin und gestern auch ein paar Tränchen bei verdrückt, weil er einfach so schön ist. Ich hatte ein paar Ausschnitte vorbereitet, die lassen aber alle weg. Aber wir hören uns einfach nochmal zum Schluss die Kapelle an. Was für ein fulminanter Schlussakkord. Wunderbar, dann kommen wir nach der Gartenbank ins Querbeet. So, was erwartet uns denn da? Jetzt muss ich mal gucken. Es gibt einen neuen Podlove Publisher, die Version 2.7.0. Sebastian hat sich den mal genauer angeschaut. Was gibt's denn Neues, Sebastian? Ja, es gibt zum Beispiel ein lang ersehntes Feature, dass man jetzt zum Beispiel Shows verwalten kann. Sprich, man kann sein Podcast, wenn man da verschiedene Formate hat, also ich glaube, das beste Beispiel ist, glaube ich, Vrindt dafür, jetzt auch in verschiedene abonnierbare Feeds unterteilen, sodass also quasi man zwar ein Gesamtfeed hat, aber noch weiterhin Shows als Zusatzfeeds für die einzelnen Formate dazu anbieten kann. Zumindest habe ich so verstanden. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gesamtfeed gibt, aber man kann auf jeden Fall aufteilen und alles über eine Instanz verwalten und muss keine Multisite-Installation machen, wenn man jetzt wirklich getrennte Formate machen will. Ja, dann sind die ganzen iOS 11 Metadaten-Features, die quasi Apple angekündigt hat und eingebaut hat, jetzt auch verwaltbar. Da gibt's auch einen Migrationsassistenten, sprich, da wird dann nochmal die Folgennummer, Episodennummer abgefragt, die man dann jetzt getrennt hinterlegen muss und den Titel. Und auch der Podlove Web Player 4 ist jetzt in der finalen Version dabei und auch als Standardplayer jetzt hinterlegt mit der Option, das Ganze auch über das Content Delivery Network, was jetzt für den Publisher und für den Subscribe-Button eingeführt wurde, ausgeliefert wird. Das heißt, wenn man das aktiviert, dann erhält der Webplayer direkt die Updates, die quasi sofort aktiv sind und man muss gar nicht immer auf das Publisher-Update warten und kriegt also immer die neueste Version ausgeliefert. Ja, das war es dann eigentlich auch schon im Groben und Ganzen. Was es dann noch gab, so einen kleinen Preview auf zur 2.8. Da hat Tim im Forschergeist mal so ein bisschen gezeigt, was man dann alles so schön mit Transkriptionen machen kann. Also wie die dann so aussehen könnten oder tun auch in dem Fall. Der Forschergeist wird ja manuell transkribiert und deswegen war das jetzt auch ein guter Testkandidat und da sieht man sehr schön, wie das dann so mitlaufen kann während der Folge im Webplayer selbst und man also auch sogar durchsuchen kann alles.
Ach, das wird händisch gemacht. Ich habe mich schon immer gefragt, wer macht denn jetzt die Transkriptionsarbeit? Wir haben ja auch so eine Maschine immer noch testweise hier so im Hintergrund laufen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Da kommen ja immer noch so sehr lustige Worterkennungen dabei heraus. Das ist also, was Tim da einsetzt, ist eine menschengemachte Version. Genau, das ist kein Computer, ja. Okay, das ist okay. Ich habe noch zwei Fragen, und zwar zu diesen iTunes-Besonderheiten, diese neuen Felder, die es da gibt. Was hat es damit genau auf sich? Warum brauchen wir jetzt noch mehr? Ja, weil Apple quasi neue Felder eingeführt hat, die man halt nutzen kann und ganz interessant ist, wenn man die nutzen will, zum Beispiel, wenn man seinen Podcast in, wie heißt es noch so schön, in Seasons, also wenn man quasi verschiedene, was ist denn das deutsche Wort für Seasons gerade, Serien, genau, also wenn man, wenn man halt verschiedene, Staffeln sind es auch da. Genau. Also wenn man den gestaffelt hat, dann kann man das quasi jetzt richtig erkenntlich machen. Deswegen hat sich auch bei den Episodennummern was geändert und so weiter und so fort. Also das kann man jetzt auch alles quasi einpflegen, sodass es dann, das wird zum größten Teil, glaube ich, nur in der Podcast-App von Apple wirklich verwendet. Ich weiß nicht, ob es schon andere Podcatcher gibt, die darauf schon eine Adaption haben. Wahrscheinlich schon, aber mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein, aber wird wahrscheinlich auch mit der Zeit kommen. Also es dauert ja immer eine Zeit lang, bis sich sowas dann auch durchsetzt. Okay. Und dann dies mit dem Content Delivery Network. Also ich liefere dann sozusagen die Dateien nicht mehr von meiner eigenen URL aus, sondern von einer, wie auch immer, zentralen Dienstleistung. Wo ist das dann gehostet? Ja. Bei Podlove selber? Oder? Ja, also Podlove nutzt dafür das KeyCDN. Das ist ein Dienstleister, der das anbietet und für Open-Source-Projekte sogar kostenlos macht. Und das hat halt den Vorteil, dass zum einen die Dateien relativ geografisch nah dran an den letzten endlichen Benutzer sind. Das heißt, die haben nicht nur einen Server, sondern die haben weltweit mehrere Server verteilt und dann wird quasi immer von dem Server die Datei auch ausgeliefert, der am nächsten zu der Person dran ist. Das heißt, das Nutzererlebnis ist dann auch wesentlich besser. Und ja, und der Vorteil, der große Vorteil jetzt für den Webplayer ist natürlich auch, dass Updates dann auch direkt dort eingespielt werden können und dann haben alle schon gleich die Updates und man muss nicht manuell nochmal irgendwie aktualisieren. Okay, quasi eine Fernsteuerung dann für den Publisher sozusagen. Also die Fernsteuerung von den Developern, die könnt ihr dann die 2.8.0 genau, oder 2.7.1 dann da einspielen. Oder genau, was? Kurz noch der Hinweis, das kann man auch konfigurieren, das heißt, da kriegt man eine Einstellung, in der man dann setzen kann, man möchte es vielleicht wieder lokal ausliefern. Geplant ist vielleicht auch mal so ein Fallback einzuführen, das heißt, wenn das CDN aus welchen Gründen auch immer nicht erreichbar ist, weil es vielleicht auch gesperrt ist oder so, was in Firmennetzen durchaus mal vorkommen kann, dann wird das vom eigenen Server ausgeliefert. Ja. Okay. Ich habe noch eins gesehen und zwar gibt es einen kleinen Code-Schnipsel, wo man die Downloads der Episoden sozusagen darstellen kann. Das kann man einfach irgendwo ins Template oder ins Schema oder wie das hieß da einfügen und wenn man jetzt mal auf sendegarten.de geht, dann sieht man oberhalb des Players links oben stehen jetzt die aktuellen Downloads. Die werden dann quasi aus diesen Analytics direkt dann da auf die Seite gebeamt. Das finde ich ganz witzig. Also jetzt muss ich das nicht mehr irgendwo auf der Subseite nachlesen, sondern ich kann das direkt sehen und vor allen Dingen könnt ihr das auch sehen. Genau, das stimmt. Es sind einige Möglichkeiten dazugekommen. Ich sehe es auch gerade in den Release Notes. Wir verlinken die dann. Dann könnt ihr euch das auch alles nochmal durchlesen. Ja, dann sagen wir Dankeschön an Erik und sein Team und Tim und wer immer da im Hintergrund noch dran weiterarbeitet, das Projekt ist ja für uns alle, wie Christian gerade sagte, einfach ein wunderbares Tool, mit dem man arbeiten kann, was man nicht muss. Es gibt ja auch Leute, die ganz bewusst oder
aus, was weiß ich, Zeitgründen darauf verzichten. Also es ist eben eine Möglichkeit. Wenn es auch viele benutzen, ist es nicht zwingend, dass man das machen muss. Also alle, die mit dem Gedanken spielen, Podcast zu beginnen und sagen, oh, Podlove Publisher, auch noch ein WordPress aufsetzen und so, lasst es, macht es anders. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Hauptsache, es kommt irgendwas Schönes, Hörbares dabei heraus. Dankeschön, Sebastian, für die Übersicht. Noch etwas Neues ist im Podcastland entstanden, nämlich eine neue Webseite der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster. Der Lars kann uns da was dazu erzählen, weil er nämlich maßgeblicher Autor dieser Webseite ist. Lars, bist du so nett? Ja, Moment mal eben. So, der Räusperregler hier mal eben. Ja, wir haben kürzlich von Wisspod, also wissenschaftspodcast.de, die neue Webseite live geschaltet und im Gegensatz zur vorherigen Webseite ist die also sehr stark datenbankbasiert. Das heißt, dass also die Podcast-Daten und auch die Episodendaten, die diese Webseite verwalten kann, also als Datensätze drin sind und deswegen können wir da schon einiges mitspielen. Die Webseite bietet also zu den Themenseiten, die es vorher gab, jetzt eigene abonnierbare Feeds an. Das heißt, diese Themenseiten werden wir nach und nach ergänzen und wenn man sich also zum Beispiel jetzt für die neue Themenseite Gravitationswellen interessiert, kann man das abonnieren und wenn dann etwas Neues zu Gravitationswellen kommt, dann kann man das dort einfach abonnieren und bekommt dann die neuen Wisspod-Podcast-Episoden da frei Haus geliefert. Man kann durch eine Podcast-Liste stöbern, die jetzt kategorisierbar ist. Da müssen wir noch ein bisschen Hausaufgaben machen, was die Aufteilungen angeht und so, aber drin ist es. Man kann sich die Podcasts markieren, die einen interessieren und dann über eine Merkliste, fast wie ein Einkaufswagen im Online-Shop, kann man dann das Ganze exportieren als OPML-Datei und dann alle gewählten Podcasts auf einmal importieren. Es gibt eine neue Suchmaschine, die Themenseiten hatte ich schon erwähnt und ja, noch so ein bisschen Detailarbeit hier und da. Ist eine neue Basis und da fällt uns mit Sicherheit auf Dauer auch noch ein bisschen was zu ein. Das ist neben den Features, die du da eingebaut hast, natürlich die Besonderheit, man ist von WordPress weg, also man hat mehr Freiheiten in der Gestaltung und ja, die Ideen fließen da so nach und nach ein und du bist in der Lage, das dann auch umzusetzen. Also von mir an dieser Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön dafür, dass du dich darum gekümmert hast. Und vor allen Dingen mit dieser, ich bin ja immer noch ganz beeindruckt gewesen, wir waren ja damals in München, in Innsbruck und auf der Bahnfahrt zurück in den wenigen Stunden hast du ja dieses Grundgerüst da aus dem Boden gestampft, wo ich nur gedacht habe, hä, ich habe die halbe Zeit geschlafen und du hast das mal eben so durchprogrammiert. Also das war schon echt beeindruckend. Ganz großes Erlebnis für mich und auch schön, was dabei rausgekommen ist. Super. Also wisspod.de oder wissenschaftspodcast.de, da kann man sich das Ganze mal angucken, wenn man möchte. Dann haben wir jetzt eine Terminankündigung quasi im Vorgriff auf den Terminkalender, den der Lars dann gleich auch wieder zum Besten gibt. Es gibt nämlich eine Auskunft vom Sendezentrum. Sebastian, was haben die uns mitgeteilt? Ja, dass es leider dieses Frühjahr keine Subscribe geben wird. Die fällt leider aus. Das heißt, die Subscribe 10 wird erst im Herbst stattfinden wieder. Auch da gibt's schon mal die Neuigkeit, dass das nicht beim Bayerischen Rundfunk stattfinden wird. Und ja, deswegen wird auch gerade noch nach einer Location dann auch für den Herbst gesucht. Grund für die Absage jetzt im Frühjahr ist halt, dass die Location, die geplant war zu nutzen, halt sich leider nicht genau festlegen konnte vom Zeitfenster und das ist dann komplett aus dem Planungsfenster gelaufen und damit nicht mehr wirklich stemmbar gewesen. Weiß man denn etwas, warum der Bayerische Rundfunk diese ja doch schon zweimal stattfindende gute Kooperation nicht fortsetzt? Ist da irgendwie ein bisschen so der Draht abgekühlt oder so? Das wäre jetzt sehr spekulativ, also ich wüsste ja da keinen Grund für. Okay, also die Jubiläumsveranstaltung Subscribe 10 oder 10 oder X oder X oder wie auch immer, die wird also noch ein kleines bisschen auf sich warten lassen
Gut, dann können wir uns alle noch mehr Gedanken machen und das dann hinterher fulminant feiern. Genau, in der Freakshow wird Tim vielleicht nochmal so einen Aufruf und erklären, was so die Rahmenbedingungen sind für eine Location. Also es scheint da also auch Bedarf zu geben, dass man gemeinschaftlich nochmal schaut, was jetzt für eine Location dort ganz gut in Frage kommen könnte für. Okay, wir können ja wieder den BER ins Feld führen. Die haben bestimmt im Moment genug Räumlichkeiten, die freistehen. Was habe ich da gelesen? Die müssen inzwischen sogar die LED-Infoschirme austauschen. Weil die durchgelaufen sind. Ja, weil die ihre vorgesehene Betriebsdauer erreicht haben. Das ist ja irgendwie echt so ein. Also, da lacht man sich ja wirklich langsam schlapp und gleichzeitig weint man ein bisschen dabei. Naja. Okay. Ein nächstes Großereignis steht an, beziehungsweise das dauert auch noch ein bisschen, aber die Vorbereitungen laufen dort auf Hochtouren, wie ich durch den Blick in die Werkstatt immer auch sehen kann, nämlich Podstock. Podstock, das ja Podcaster, Barcamp, Sommerfestival, gut gehen lassen Wochenende, was seit 3 Durchführungen in den bewährten Händen von Sebastian liegt. Und da, du hast uns einige Neuigkeiten mitgebracht. Da schreibst du mir aber 2 mehr als mich hören. Ehrlich? Letztes Jahr war mein erstes Podstock, was ich ausgerichtet habe. Nein. Das fühlt sich so anders an. Du hast recht. Das kann nicht sein. Das stimmt. Aber du bist jetzt schon so mit dem Ereignis verbunden in meinem Kopf. Sorry. Ja, hast natürlich recht. Macht ja nichts. Vielleicht bist du durch das Orga-Treffen durcheinander gekommen. Mm. Genau, also ich hatte mit Becky jetzt letztens einen Podcast aufgenommen zu den Tickets. Die Tickets sind mittlerweile öffentlich verfügbar. Den Podcast kann man entsprechend nachhören in unserem Podcast-Feed. Auch diese Updates, die jetzt kommen werden, werden wir da auch wieder veröffentlichen. Und was jetzt noch neu dazugekommen ist, sind die Fahrplaneinreichungen heute. Das heißt, man kann jetzt Shows, Bühnenprogramm, den Podcast-Tisch sich für qualifizieren, hätte ich jetzt was gesagt. Also qualifizieren gibt es bei uns eigentlich ja gar nicht. Also es sei denn, es wird viel zu viel eingereicht und das passt nicht ins Programm. Da müssten wir uns tatsächlich was überlegen, wie wir das hinkriegen. Aber dadurch, dass wir mehr Räumlichkeiten haben, würde wahrscheinlich im Zweifel einfach ein bisschen mehr parallel stattfinden müssen. Aber im Prinzip genau, da könnt ihr eure Ideen und alles, was ihr sonst so vorhabt auf Podstock, dann entsprechend jetzt auch einreichen und dann würden wir das irgendwann ein nettes Programm daraus bauen. Tickets sind mittlerweile 53 schon verkauft. Das geht dieses Jahr relativ rasant vonstatten, was mich ein wenig überrascht. Also ich gar nicht vermag zu sagen, wo es dann irgendwann enden wird. Da wir jetzt wirklich erst 2 Wochen Verkaufszeit noch nicht mal rum haben. Aber gut, ist ja schön, dass es so. Das ist für eine geplante Größe von 80 oder so, wenn jetzt schon 50 weg sind und erst 2 Wochen Verkauf von wie viel, 6 Wochen oder wie lange wird der Verkauf laufen? Ja, ist das natürlich schon wirklich rasant. Wir haben uns als Limit so um die 150 gesetzt, weil ich glaube, dann wird es auch schwierig. Also da müssen wir wirklich schauen, wie die Location funktioniert und das ganze Orga-Team. Ist es eine neue Location und irgendwo wird es dann auch zu viel, wenn wir dann natürlich, also sollte dass die Anzahl zusammenkommen. Was jetzt auch nicht ganz unrealistisch ist, die letzte Subscribe hatte ja auch schon um die 150, also das Potenzial an Tickets, die da geklickt werden können, ist ja durchaus anscheinend da in der Community. Freue ich mich auch auf jeden Fall auch drauf, ja. Ja, ist ja schön, dass es so aufgenommen wird, obwohl ich glaube, die Leute, die zu Subscribe gehen und die zu Podstock gehen, das sind nicht wirklich deckungsgleiche Gruppen. Also das ist noch ein bisschen was anderes, oder? Also ich kenne ja die Liste derjenigen, die sich jetzt schon Tickets geklickt haben. Und klar, das sind natürlich sehr viele, die auch schon immer auf dem Podstock waren, wo ich mich auch ganz schön auf ein Wiedersehen freue. Aber es sind auch, doch, es ist durchaus die gleiche Community und die gleichen Menschen, die da sind. Also
mag jetzt, klar, es sind bestimmt jetzt nicht alle technischen Projekte wie Podigy oder sowas dabei, wie das auf einer Subscribe ist, wo sie ihre neuesten Sachen vorstellen, aber ansonsten von den Podcaster und Podcasterinnen sind durchaus eine gute Schnittmenge dabei schon, ja. Okay, ja, dann habe ich das wahrscheinlich falsch jetzt gerade vor Augen. Ich habe da so ein paar Namen oder Gesichter quasi vor Augen, wo ich denke, na, die habe ich doch bei der Subscribe noch nicht gesehen. Aber wer weiß, was. Du hast ja jetzt auch gesagt, du hast eine Liste, wo Namen drinstehen, die ich ja nicht sehe. Okay. Sehr schön. Gemein. Also das läuft alles und dieses ganze Orga-Team, das hat eine Dynamik bekommen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, was da an Co-Work. Und, naja, es ist ja doch, ne, Co-Work gemacht wird eigentlich, so, ja, wie sich die Leute einbringen. Ja. Ganz groß. Ja, die ersten Großlieferungen stehen auch schon an. Du hast 400-Kilo-Pakete bekommen, oder so. Ja, die kommen noch, also es dauert. Die Spedition hat noch nicht angerufen. Wahnsinn. Ja, also ich kann das ja mal hier dann auflösen. Also wir werden dieses Jahr eine eigene Außenbühne bauen und das auch mit einer Rampe kombinieren, die halt für die Barrierefreiheit da ist, die auch nochmal so ein kleines Podest hat. Ja, also wir bauen uns dieses Jahr unsere Bühne selber. Klasse. Das ist echt nichts zu aufwendig, um das doch hinzukriegen. Also ganz, ganz großes Dankeschön auch an dich, dass du dich da so mit so viel Herzblut da reinkniest, wo du ja außer unseren strahlenden Augen ja auch nichts eigentlich von hast. Es ist ja ein Nullsummenspiel, was du da betreibst. Genau. Ja gut, doch. Ich habe, ja, das Strahl, ja, so klar, natürlich bringt mir das auch was und sonst würde ich das natürlich auch nicht machen. Also kein Geld, aber halt entsprechend der Spaß daran und einfach alle zu treffen und dass jeder sein Ding machen kann, dann auch auf der Bühne und solche Dinge, das bereitet mir ja auch sehr viel Freude. So ist es ja nicht. Okay, wir werden dich mit Liebe bewerfen. Nimm dich in Acht. Sehr schön, sehr schön. Also das Podstock ist in guter Planung. Subscribe ist noch ein bisschen am Zittern, aber auch da wird sicherlich ein entsprechendes Bett gefunden werden. Das liegt ja auch in den bewährten Händen der Subscribe-Planer. Und wenn da mal was nicht so rund läuft und ein bisschen schwieriger wird, dann ist ja nun noch mehr Herausforderung zu gucken, dass man es eben trotzdem irgendwie hinkriegt. Okay, Dankeschön. Dann sind wir im Querbeet durch und wir kommen zum Blühkalender, wo noch weitere Termine genannt werden. Da gebe ich das Mikro wieder an den lieben Lars, unseren, wie hast du es vorhin genannt, den Termin-Heini oder so. Das ist eine sehr schöne Selbstbeschreibung, das hat mir auch ausgesprochen gefallen. Bitteschön, Lars. Ja, hier sind sie wieder, die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Sendegate geklaut. Dort werden die zusammengetragen, dort kann sich auch jeder dran beteiligen. Los geht's am kommenden Wochenende, da gibt's in Frankreich in der Stadt Rennes, in der Bretagne das Podrennen. Das beginnt am 31. März und endet am 1. April. Es ist ein Treffen für neugierige Menschen, PodcasterInnen und HörerInnen und die sind alle eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Am 3. April geht es dann zum Podcasting Meetup Berlin in der Osteredition. Das Ganze findet statt im Wikibär in der Gartenstraße 92. Weitere Daten zu diesem konkreten Treffen habe ich allerdings noch nicht gefunden. Der Link führt zu einer allgemeinen Seite über das Podcasting Meetup. Da kommt sicherlich noch was nach. Am 6. April gibt es dann wieder das Podcaster-Treffen Podruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen, Beginn ist um 19 Uhr. Unter podruhe.de gibt es da immer die aktuellen Infos. Dann ist auch wieder die Republika in Berlin, nämlich vom 2. bis zum 4. Mai und mittendrin am 3. Mai gibt es wieder ein Podcaster-Innentreffen. Das findet statt um 19 Uhr auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Man braucht für die Republika dafür kein Ticket, um da teilzunehmen. Da wird wohl abends irgendwie aufgemacht und darüber gibt es einen eigenen Thread im Sendegate. Da findet man alles Weitere.
Am 4. Mai geht es dann nach Augsburg zum dritten PodcasterInnen und HörerInnen-Treffen. Augsburg im Riegele-Wirtshaus. Das fängt um 19 Uhr an. Am 2. Juni ist dann wieder Day of the Podcast, bei dem wird den ganzen Tag live gepodcastet. Man trifft sich im Kiez FM-Studio des Pangea-Hauses in Berlin. Alles weitere, was man braucht, findet man unter dayofthepodcast.de. Und dann gibt es noch den Radio Days Europe Podcast Day. Der findet statt in Kopenhagen und das am 12. Juni 2018. Und da merkt man schon gegenüber den Radio Days, dass es sich ein bisschen mehr an unsere Zielgruppe richtet. Und da kriegt man noch bis zum 31. März das Super Early Bird Ticket für 225 €. Weitere Infos gibt es im Netz unter radiodayseuropepodcastday.com. Yeah! Alles weitere und alle Links und so weiter gibt's wie immer im Sendegate und dort gerne mehr dazu schreiben. Wunderbar. Radio Days, Podcast Days, irgendwas mit Days, Day, 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 Day. Super. Radio Days, Radio Days, Europodcastday.com. Das wird jetzt mein Running Gag für alle weiteren Sendegarten-Folgen bis zu diesem Termin. Okay, es ist so schön. Herrlich, herrlich. Ja, vielen Dank. Der Max Snyder ist auch im Chat und der hat gerade noch ergänzt zu deinem Day of the Podcast, dass es dieses Mal bei ihm auch einen Sponsor gibt. Weitere Informationen gibt es dann demnächst bei ihm auf dem Blogpost. Mal gucken, was da geboten wird. Also Dankeschön für die Termine und dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen. Da, genau. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber es gibt ein neues Angebot, das nennt sich Brombeerlabor. Das ist der Jan Giesmann, den wir unter Jan Zwitschert auf Twitter kennen, und der Daniel Bialas, der Brombeerfalter. Die beiden haben sich zusammengetan, um ein heiteres Investigativmagazin mit Sexgeschichten und den 100 besten Tipps für gelungenes CFD-Trading zu veröffentlichen. Also scheint mir eine sehr bunte Tüte zu sein. Und in der Tat, ich habe in der ersten Ausgabe ein bisschen mitgewirkt, aber nur ein bisschen wirklich. Worum es wirklich geht und wie die beiden sich anhören, hier gibt es einen kleinen Ausschnitt. Es ist ein ganz normaler Sonntag im Monat. Zwei Männer langweilen sich über dies und das und jenes. Selbst in Herne, der Perle Nordrhein-Westfalens, und Kehl, dem weltberühmten badischen Tourismusmagneten, langweilen sich die Menschen zu Tode. In dieser antriebslosen Stimmung greift man nun in Herne zum Hörer und ruft ein paar hundert Kilometer weiter südlich an. Mediengruppe Brombeerfalter, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, Funk aus Herne, Redaktion Podlabor, hallo. Ach ja, du bist's. Wie geht's dir? Wieso rufst du an? Och ja, soweit ganz gut. Sag mal, Daniel, hast du Lust, einen gemeinsamen Podcast zu starten? Irgendwas total Neues, was es noch gar nicht gibt? Ja, okay. Dann lass uns als kleine Hommage an die Deutsche Bahn das Projekt wenigstens mit einer ordentlichen Verspätung starten. Das können wir auf jeden Fall machen. Also ich erzähle auf dem Chaos Communication Congress überall rum, wir starten im Januar und die erste Folge, die für Februar geplant und vorbereitet war, kommt dann im März. Und als Format machen wir es dann so, dass du mir ein bisschen das Kochen beibringst und ich das dann so auf Hobbykoch-Level aufnehme. Das gefällt mir total gut, nur Hobbykoch gibt's leider auch schon. Das ist ja doof. Aber wir könnten es als Rubrik aufnehmen, Giesmann Gart oder so. Das finde ich klasse. Dann kann ich nämlich als Vorbereitung die ganzen leckeren Sachen auch nochmal kochen und essen und so. Und dann können wir auch mal messen, wie unterschiedlich lange wir zum Kochen so brauchen. Und als Gegenpol zu deinen Kochbemühungen schaue ich mir dann Filme und Serien an. Podcasts, die über sowas reden, die gibt's bestimmt noch nicht. Ja, ich enttäusche dich ja echt ungern, aber das gibt's halt auch schon ziemlich oft, ne? Wir machen einfach eine Rubrik mit dem Kochen. Giesmann gart, Bialas glotzt. Nee, Giesmann kocht, Bialas guckt. Das klingt besser. Und wenn wir uns einfach jedes Mal über ein ernstes Thema unterhalten, das uns irgendwie beschäftigt? Oder gibt's das auch schon? Irgendwie schon so.
Okay, schlechte Idee. Und ein Format, wo wir andere Podcasts parodieren, gibt es auch schon? Gibt es. Aber Johannes ist uns sicherlich nicht böse, wenn wir das als gelegentliche Rubrik auch manchmal machen. Das und vieles mehr unter brombeerlabor.de. Also vieles mehr ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt eine Episode oder die zweite ist gerade in the making. Ist wirklich noch ganz, ganz frisch. Also der Name Setzling ist an der Stelle sicherlich korrekt. Ich sag nochmal meinen Disclaimer. Diesen Brombeerlabor-Hinweis habe ich natürlich jetzt gebracht, weil eingangs darauf so schön hingewiesen wurde in der Krümelschublade, die auch ein, wenn man so will, ein Setzling ist. Das ist eben das Angebot vom Daniel. Aber ansonsten sind diese Setzlinge eine willkürliche Auswahl. Also da ist jetzt keine Bevorzugung oder so. Also das ist eine reine, es ist keine Wertung drin. So, das ist das Wichtige. Es ist eine völlig zufällige Liste. Meistens bekommen wir ja inzwischen auch Sachen zugeschrieben und so zum Beispiel betrifft es auch unseren zweiten Setzling. Da haben wir eine Mail bekommen vom Christian, den Oboeman, der hat uns geschrieben, hallo liebe Sendegärtner, vielen Dank für die Erwähnung vom Spielbrett Erde. Im Hause um Womukum sprießt es gerade überall. Meine liebe Frau hat auch angefangen zu podcasten und wäre unter immermitderruhewordpress.com zu finden. Und was seine Frau, die heißt Bärbel, dort macht und auch schon 3 Episoden zusammen hat, das erklärt sie uns hier. Hallo, ich bin die Bärbel. Ich bin die Frau von Oboeman, der mich angesteckt hat mit seinen ganzen Geocache-Podcasten. Und ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge, der Folge 0. Ich bin Entspannungstrainerin und deswegen geht es auch in diesen Podcasts um Entspannungsübungen. Ich möchte euch gern einen Überblick geben über verschiedene Entspannungsübungen. Es gibt ja da doch einiges. Euch auch ein bisschen die Unterschiede aufzeigen, auch einmal reinschnuppern lassen in die verschiedenen Entspannungsübungen. Da wird es jetzt ganz gezielt um Atemübungen gehen, um Achtsamkeitsübungen. Es wird um die progressive Muskelentspannung gehen, wie auch ums autogene Training. Dann Meditationen, auch Imaginationen, also Fantasiereisen. Ich möchte euch gerne Erlebnismeditationen nahebringen. Die finden im Freien statt. Also ich werde euch zum Beispiel Waldmeditationen vorstellen. Und es wird auch um Reiki gehen. Das ist jetzt vielleicht vielen bekannt unter einer Behandlungsmethode, aber der tiefe Hintergrund bei Reiki ist zum Beispiel auch der meditative Weg. Also das ist jetzt nicht nur Hand auflegen im üblichen Sinne, sondern ja, es ist ein eigener buddhistisch-meditativer Weg. Und ich möchte euch gerne noch nahebringen, dass Entspannungsübungen sehr, sehr hilfreich sind, wenn man sie wirklich lernt, eigenständig durchzuführen. Also das ist jetzt nicht etwas, wo ich regelmäßig einmal in der Woche an einen bestimmten Ort gehe und mich praktisch berieseln lasse mit Entspannungsübungen. Das ist alles ganz schön und gut und ist im Wellnessbereich ja auch ganz gern gesehen. Aber für mich so richtig profitabel ist es wirklich, wenn ich diese Entspannungsübungen selbst beherrsche, selbst mit mir durchführen kann, egal wo ich bin, also selbst im Bus oder in einer Arztpraxis, könnte ich mal eben schnell eine Entspannungsübung machen, um mich einfach mal wieder so ein bisschen zu regenerieren und ja, mich fitter zu machen im Geist, im Körper, in der Seele. Das wirkt ganz gut. Oh. Wenn man die Dose falsch rumdreht, dann will sie einfach nicht mähen. Das war also die Bärbel und das ist das Angebot immermitderruhe.wordpress.com. Auch ein schönes Beispiel, wie bunt die Podcast-Landschaft ist. Nach den beiden hibbeligen jungen Männern dann ein ruhigeres Angebot zum Thema Entspannung. Auch der dritte Setzling ist eine Zuschreibung, die wir bekommen haben, eine Zusendung, die wir bekommen haben. Das ist von Mini Lancelot, also der Silke.
und die grüßt zunächst einmal das gesamte Sendegarten-Team und gibt uns den Grauzone-Podcast als Setzling herein. Ein Podcast von Skala 25 und vom Flachland Hiker, die schon einmal mit ihrem Personal-Podcast Skalas Querbeet und Flachland Hiker Podcast vorgestellt worden sind. Also zwei Podcaster, die bisher separat gepodcastet haben, tun sich jetzt zusammen. Auch gar nicht so unähnlich wie bei dem ersten Angebot von Daniel und Jan. Die haben schon 5 Episoden inzwischen zusammen beim Grauzone-Podcast und worum es geht, erklären sie zum Teil in der Nullnummer. Ja, was sind deine guten Vorsätze denn so fürs neue Jahr? Ja, einen Qualitätspodcast machen. So, erster Vorsatz am ersten Tag des Jahres ist damit schon in Arbeit. Ja, siehst du. Qualitäts. Aber dein Flachland-Hiker, der war ja nachher auch schon ein Qualitätspodcast. Ne? Du hast doch so ein bisschen in die Technik investiert und dich da reingespielt innerhalb kürzester Zeit. Das war ja schon richtig fein, was du da gemacht hast. Ja, also ein bisschen hörbare Ergebnisse muss man ja schon liefern. Und ich sag mal, sowohl von unterwegs als auch hier von zu Hause, das muss man dem Hörer schon zugestehen, dass er vernünftige Qualität auf die Ohren kriegt. Ja. Jo. Was gibt's sonst noch Schönes? Tja, ich sag mal, mit was werden wir uns denn in diesem Podcast so beschäftigen? Ich sag mal, so ein richtiges Konzept haben wir nicht. Brauchen wir, denke ich, auch nicht. Das, wir brauchen jetzt keine Skript irgendwie, die uns jetzt irgendwelche Themen vorgeben. Kein Skript? Na, das geht ohne. Das ist hier die Grauzone. Das ist in vielerlei Hinsicht die Grauzone. Das ist humoristisch eine Grauzone. Man wird sehen, wer das Ganze lustig findet. Aber solange wir das lustig finden, reicht uns das ja eigentlich schon. So ein Freestyle-Podcast quasi. Naja. Ne? Jung, dynamisch, ne? Genau, so wie wir. Ja. Der Weg ist das Ziel. Das ist noch so. Aber da wird das Phrasenschwein ja schon gut gefüttert am Anfang des Jahres. Ja. Ja. Ja, welche Themen wird es nicht geben? Fußball zum Beispiel. Nee, das hätte ich mir schon gedacht. Wenn es nach mir geht. Das habe ich mir schon gedacht. Also das sind so Sachen, die ich dann, wenn, nochmal auf meinem eigenen Format so bringen werde. Wahrscheinlich, falls das irgendjemand interessiert. Eben, wahrscheinlich nicht. Deshalb mach das mal da. Danke, Lars. Deswegen podcast ich so gern mit dir. So, das waren also die beiden aus dem Grauzone-Podcast und den erreicht man unter grauzone-podcast.de. Und ein dickes Dankeschön geht an Silke, die wir unter Mini Lancelot kennen, für diese Zusendung. Ja, das waren die Setzlinge für dieses Mal. Mögen sie wachsen und gedeihen. Und das bringt uns zu den Blütenschätzen. So, Blütenschätze sind Sachen, die uns in den letzten 14 Tagen im Internet begegnet sind. Vorwiegend aus dem Podcastland, muss aber nicht sein. Können natürlich auch andere Dinge sein, die uns einfach über den Weg gelaufen sind. Und heute geben wir mal den Fokus zunächst mal an unseren Gast Christian. Du hast uns gleich 2 Blütenschätze mitgebracht. Erklär uns doch mal bitte, was du da gefunden hast. Ja, so ist das. Also die Regelung mit den in den letzten 2 Wochen im Internet, die muss neu sein, weil heute Mittag habe ich noch nachgehört, es ginge um Sachen, die einem am Herzen liegen. Deswegen, also das eine ist aus dem Internet, ist beides aus dem Internet, alles gut. Also die eine Sache ist die Extraschicht. Die liegt mir am Herzen, weil mir das Ruhrgebiet am Herzen liegt. Und für die Leute, die Extraschicht nicht kennen, das ist also eine Veranstaltung, die gibt es seit mittlerweile 15 Jahren. Und angefangen hat das Ganze irgendwie mit 30.000 Gästen und 100 Programmpunkten oder sonst irgendwas. Und jetzt mittlerweile gibt es 50 Spielorte, 200.000 Besucher in 22 Städten. Da wird also den ganzen Abend oder bis in die Nacht von 18 bis 2 Uhr werden diese ganzen alten Industriedenkmäler bespielt mit Kunst, mit Musik, mit Comedy, mit Höhenfeuerwerk, mit allem Zip und Zap. Also wer die Möglichkeit hat, am 30.06. ins Ruhrgebiet zu kommen, sollte das tun. Kostet, glaube ich, irgendwie 18 €. Da sind alle öffentlichen Verkehrsmittel mit drin. Man kann Shuttlebusse nutzen.
Und ja, wie gesagt, jede Menge Programm. Gibt es auch eine Webseite zu www.extraschicht.de. Da findet man die ganzen Informationen. Und für diejenigen, die es eventuell interessiert, ich werde hier auf Zeche Schädel und Eisen auch gucken. Da wird also auch Spielort der Extraschicht sein. Und ich werde zusehen, dass ich da an dem Abend vor Ort bin. Wollte da sehen, dass ich den Podcast so ein bisschen vorstelle, indem ich da, weiß ich nicht, genau steht das Konzept, noch irgendwie ein paar Kopfhörer hinhängen, dass die Leute sich das anhören können, damit dann eventuell auch Leute, die bisher noch nie von Podcast was gehört haben, da auch mal reinhören können und eventuell neue Hörerinnen und Hörer generiert werden. Also quasi so eine Art ja, kleines Hörertreffen, Hörerinnen-Treffen an dem Tag auch. Ich kann noch verraten, dass ich Festplane zum Ende des Projekts, ich weiß noch kein genaues Datum, aber irgendwann im November wahrscheinlich tatsächlich ein Hörerinnen- und Hörertreffen machen werde. Ich habe mir vorgenommen, dass ich die ganzen Gäste, die ich dann bis dahin interviewt habe, einzuladen. Wir werden Bierchen trinken, vielleicht ein Frikadellchen essen oder ein Bütterchen, eine Stulle. Und da das wird natürlich dann über die entsprechenden Kanäle verteilt und da dürfen natürlich dann auch gerne Hörerinnen und Hörer kommen. Das war die Extraschicht, also mein erster Blütenschatz. Mein zweiter Blütenschatz ist tatsächlich übers Internet gekommen und zwar heute und zwar per Twitter. Und der Björn, der Hobbyquerschnitt, der hier auch schon zu Gast war, sitzt bekannterweise im Rollstuhl und der hat jetzt gerade ein kleines Problem. Und da die Community groß ist und ihr alle helfen könnt, lese ich das mal eben vor. Also der Björn schreibt, ich suche eine Fachfrau oder einen Fachmann. Es geht um Fragen zur Infektion mit Staphylococcus aureus an der Wirbelsäule nach PRT. Insbesondere geht es um Wachstumsgeschwindigkeit. Eine Versicherung macht Ärger, gerne Retweet. So, ist schon ein paar Mal retweetet worden. Der Tim hat sich da auch schon mit eingeschaltet. Trotzdem, die Sache liegt mir ganz doll am Herzen. Jetzt werde ich ein bisschen dünnhäutig, Entschuldigung. Ja, also kein, gerne, wenn da Problem, irgendeine kein. Hörerin, ein Hörer irgendwas weiß. HobbyQS und dann über Twitter. Ja, Community tut was. Danke. Ganz herzlichen Dank für diese beiden Blütenschätze, vor allen Dingen den zweiten. Da ich teile deine Besorgnis und den Wunsch auch dort an der Stelle irgendwie vielleicht helfend eingreifen zu können oder so. Denn dass der Björn da irgendwie die Unterstützung bekommt, die er an der Stelle braucht, das wäre schon schön. Gut, ein weiterer Blütenschatz kommt von Sebastian. Er hat diesmal einen. Das ist ja schön. Sebastian, was hast du denn gefunden? Oder was hat dich gefunden? Was hat mich gefunden? Mich hat gefunden, ich bin quasi jemandem wieder begegnet und zwar ist das, und zwar auf YouTube, dem Adam Savage. Ich weiß nicht, wer Adam Savage vom Namen kennt, aber wer ja den Begriff Mythbusters kennt, der weiß, glaube ich, wen ich meine. Und also er hat mittlerweile einen YouTube-Kanal, den er mit mehreren betreibt und da macht unter anderem auch Podcasts. Das war alles neu für mich und es war sehr spannend, da reinzuschauen. Und mich faszinieren ja auch immer so wieder so Maker-Videos. Das sind halt so Videos, wo halt häufig irgendwelche Dinge gebaut werden aus unterschiedlichsten Materialien. Und Adam Savage ist ja sozusagen als Special Effects-Spezialist auch prädestiniert dafür in dieser Community. Ist er auch ziemlich stark angesiedelt und er macht also auf dem Kanal Tested relativ viele Videos, wo er einfach so auch zum größten Teil einfach nur seinen Workflow optimiert, um irgendwas zu bauen, was ihm dabei hilft, schneller Werkzeuggriff bereit zu haben und so weiter und so fort. Und das auf eine sehr, sehr ruhige Art. Also es ist extrem interessant, wie dieses Nicht-Fernsehformat und dass er sich da quasi auch anders präsentiert, eine Ruhe ausstrahlt, die man so bei den Mythbusters eigentlich nie wahrgenommen hat. Und dass eine Person so unterschiedlich sein kann, das hat mich zum einen extrem fasziniert und dass ihn da nochmal ganz anders wahrzunehmen.
Und dann hat er auch mit der Laura Kampf, die hat auch einen YouTube-Channel, die macht auch so Maker-Videos, zusammen einen Podcast aufgenommen. Und da hatten sie sich dann zum Beispiel auch über YouTube-Kommentare und Maker-Videos insgesamt unterhalten. Und zum Beispiel auch festgestellt, dass halt, solange man sich auch auf YouTube in einer Filterblase bewegt und seine Fans quasi nur in den Kommentaren hat, dann ist alles gut. Aber sobald man irgendwie durch den Algorithmus etwas weiter nach oben gespült wird, dann wird es halt schnell eklig und schwierig. Also etwas, was wir ja bei dem Podcast auch bemerken, solange wir uns in unserer Fanblase befinden, dann sind die Kommentare eigentlich alle wertvoll und immer ganz gut. Und selbst wenn es kritische sind, dann sind sie meistens konstruktiv und nicht einfach nur beleidigend. Und ja, das sind so meine Blütenschätze und da die würde ich dann verlinken, genau. Klasse. Das klingt sehr, sehr spannend. Da müsste ich, glaube ich, auch mal unbedingt reingucken. Dankeschön für das Mitbringsel. Super. So, Lars, möchtest du deinen Blütenschatz mitteilen? Hast du einen? Ja, ich habe einen, den habe ich mir noch kurzfristig dazu geschrieben. Ich komme im Moment aus Gründen nicht zu viel, aber ich habe tatsächlich einen Podcast nachgehört, endlich eine Episode, die ich, glaube ich, schon vom Februar auf der Liste hatte. Da ist erschienen, genau am 14. Februar, die 9. Episode der Glaubenssache. Und ja, ich bin jetzt nicht unbedingt selber religiös, aber an dem Podcast gefällt mir gerade eben dieser Austausch zwischen Eduard und Alexander, die ja mit zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln an diese Sache rangehen. Und ja, im Prinzip ist jede Folge da irgendwo schon was Besonderes für mich zu hören. Aber die 9. Episode, die war schon noch irgendwie spezieller. Die geht um ein Thema, das eigentlich jeden irgendwie betrifft irgendwann, nämlich das Thema Tod. Und in dieser Folge spricht insbesondere Alexander sehr, ja, über sehr persönliche Dinge, nämlich den Tod seiner Mutter, das war 2016, und wie er das erlebt hat und so weiter, und das aber auf eine Weise und in einer, ja, mir fehlen an der Stelle so ein bisschen die Worte, um es zu formulieren, was mir so gut gefallen hat. Ich hatte mir aufgeschrieben dazu, diese Folge ist genau so, wie sie sein muss. Die ist nicht zu kurz, die ist nicht zu lang, sie hat keine Längen, sie ist nicht langweilig oder so, sondern die steht einfach für sich da und hat mich beeindruckt und deswegen ist es mein Blütenschatz. Ein schwieriges Thema und, glaube ich, von zwei besonderen Menschen bearbeitet. Eine tolle Folge. Vielen Dank für diesen schönen Blütenschatz. Ich habe auch einen mitgebracht und zwar ist das aus dem Podcast Anekdotisch Evident. Die neue Episode Nummer 11 heißt Normalität. Das ist ein Angebot von Katrin Rönicke und Alexandra Tobor, die sich dort zu einem Thema finden und sich gegenseitig austauschen. Und das mit dem, wer ist normal und was ist nicht mehr normal und wo bewegen wir uns in der Gesellschaft? Und das ist, glaube ich, etwas, was uns alle irgendwie so ein bisschen umtreibt. Entweder, weil wir uns selber für nicht normal halten oder denken, das ist doch irgendwie falsch, wie ich bin. Oder aber, dass wir anderen Leuten Unnormalität zuweisen. Diese Aufforderung an andere, Mensch, sei doch mal ganz normal und mach doch nicht immer so ein Fez. Habe ich auch schon häufiger mal verwendet, ohne wirklich zu wissen, was ich mit dieser Normalität eigentlich meine. Und es gibt sehr interessanten Gedankenaustausch in dieser Episode und es kommt aber irgendwann auch zu dem Punkt, wo Alexandra zu einem Rand ausholt und eine Einordnung unseres jetzigen Daseins sozusagen liefern. Und das hat mich, ich habe das auf einer Autofahrt gehört, das hat mich so beeindruckt, dass ich rechts rangefahren bin und mir erstmal notiert habe, an welcher Stelle das war, damit ich das nämlich jetzt hier auch nochmal als meinen Blütenschatz vorspielen kann. Und wir hören jetzt Alexandra Tobor zum Thema Normalität. Ja, aber unsere Gesellschaft ist ja auch
verdammt perfektionistisch. Das muss man absolut ja auch mal sagen. Wir sagen, oh, wir leben in so schwierigen Zeiten. Wir haben so viel Druck und unser Job fordert uns so viel ab. Und meine Güte, so viel Stress und die Zumutungen von Social Media und so weiter. So wird das immer dargestellt, als würden wir irgendwie heute mehr Probleme haben als die Generationen vor uns, was einfach nicht stimmt. Wir sind die privilegierteste Generation von allen. Niemandem ging es so gut wie uns. Es ist viel wahrscheinlicher, an Überfütterung zu sterben, an Überfressen, als an Hunger. Und in dieser wunderbaren Situation hat der Mensch endlich Zeit, sich über seine innere Befindlichkeit Gedanken zu machen und die Dinge, die sowieso schon passen, einfach immer perfekter zu machen. Und heutzutage gilt ja oftmals, das, was man unter einem normalen Leben versteht, ist ein perfektes Leben, wo einfach alles stimmt, wo deine Beziehung gut ist, wo du ein Dach über dem Kopf hast und also wirklich schöne Wohnung so, ja, wo du halt regelmäßig in Urlaub fährst und du hast halt alles und bist auch noch körperlich gesund. Anstatt, dass man sich einfach sagt, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, von schwerwiegender Krankheit. Wir versuchen ständig, uns tatsächlich selbst zu optimieren und sehen Störungen, wo keine sind. Wir sehen Abweichungen von irgendeiner ausgedachten Norm, wo keine Abweichungen sind, wo einfach sich die Varianz menschlicher Empfindungen abspielt. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir so perfektionistisch sind. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass Normalität und Erziehung auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema sind. Ich habe jetzt letztens ein fantastisches Buch gelesen, das ich, obwohl ich keine Kinder habe, super fand und das ich allen Eltern empfehlen möchte. Bitte lest dieses Buch, das wird die Beziehung zu eurem Kind verändern und vielleicht auch rückwirkend die Beziehung zu euch selber. Und zwar heißt das Buch »Mein Kind ist genau richtig, wie es ist«. Und geschrieben hat es Heidemarie Brosche. Und sie richtet sich genau an diese Eltern, die meinen, dass ihr Kind, also das Kind wird ja immer so als Geschenk in der Welt empfangen, willkommen geheißen, ja. Und kaum kommt es ins Kindergartenalter, geht das große Vergleichen los. Und die Eltern fragen sich, ist es normal, dass mein Kind noch nicht sprechen kann? Ist es normal, dass mein Kind keine Ahnung, sich für Weltraum interessiert? Ist es normal, dass meine Tochter rosa Sachen verachtet? Lauter solche Sachen, ja. Ist es normal, dass mein Kind so und so ist? Ist es vielleicht zu? Das ist also so ein Wort, das sie sehr liebt. Ist mein Kind zu laut, zu leise, zu frech, zu faul, zu irgendwas? Und sie zeigt auf, dass es furchtbar schädlich ist, auf diese Weise über seine Kinder und ihre Entwicklung nachzudenken. Denn noch nie wurde ein Kind zu einem besseren Kind, weil man ihm seine Schwächen vorgehalten hat. Ja, das war ein so fulminantes Statement. Es geht, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ich habe das jetzt mal abgeschnitten, weil es sollte ja auch nur einen kurzen Höreindruck bringen. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Noch nie ist ein Mensch zum besseren Menschen geworden, indem man ihm einfach nur seine Fehler vorgehalten hat. Ist vielleicht eine kühle These, aber ist vielleicht auch was dran. Also war ein sehr schöner Gedankenaustausch, wie ich fand. Gut, meine Damen, meine Herren oder meine Herren hier und die Damen im Chat, wir sind am Ende. Wir sind am Ende angekommen. Und ich möchte ganz, ganz herzlich danken allen, die uns bis hierhin begleitet haben. Egal ob live, im Chat sogar oder in der Konserve. Und egal wie ihr es gehört habt, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, gehopst und gesprungen, völlig egal. Ich bin ja ein großer Verfechter von Hörautonomie, obwohl ich eigentlich ein totaler Linearhörer bin. Ich mache einfach vorne an und lasse dann durchlaufen. Aber wer immer das anders haben möchte, das ist ja das Schöne. Wir können das einfach selber gestalten. Und mitgestaltet haben hier heute Abend unser besonderer Gast, der Christian Kessen, den wir ganz kurz schreiben. Kessen. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und dass du dieses schöne Projekt vorgestellt hast. Ich danke euch. Du hast mit mir den Anfang gemacht. Du hast mich erwähnt oder ihr habt mich erwähnt. Ihr habt mich heute eingeladen und ich habe ja deine Zusage, dass wir die letzte Folge auf dem Kongress aufnehmen. Was soll noch schief gehen? Ich sag Glück auf und vielen Dank. Ich werde dich nicht mehr los, ne? Nee, das wirst du nicht. Glück auf und vielen Dank.
Glück auf. Wie hast du so schön gesagt, jetzt mach Schluss oder so. Das können wir uns gleich nochmal zum Ende an. Genau. So, aber der Sendegarten wäre nichts ohne seine Gärtner und Gärtnerinnen, von denen leider im Moment die Gärtnerinnen eher so in der Gartenabstinenz sind. Das wird sich aber hoffentlich auch mal bald wieder ändern. Aber ich möchte ganz herzlich danken dem Sebastian, der hier mitgegärtnert hat. Dankeschön, Sebastian. Ja, sehr gerne. Und natürlich auch dem Lars. Ohne euch beiden wäre das hier überhaupt gar nicht möglich. Dankeschön, Lars. War wie immer eine Freude. Schönen Abend noch. Super. Und ich freue mich, dass ich während dieser Sendung im Chat gelesen habe, dass ein neuer Podcast quasi am Horizont aufscheint. Der Twin Think. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Aber ich glaube, da könnte was draus werden. Ich bin auf jeden Fall schon sehr neugierig, was da auf uns zukommen könnte. Jetzt sagen wir aber erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs dabei sein und tschüss. 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 Hey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.